damit moin moin und ganz herzlich willkommen zu Kerbal Space Program und zwar Hardcore Colonization am Sonntagabend. Schön, dass ihr es einrichten konntet. Ich begrüße euch. Was für eine verrückte KSP-Woche, oder? Was für eine abgefahrene und verrückte Woche. Aber bevor wir darauf weiter eingehen, würde ich sagen, machen wir doch erstmal den Begrüßungspart durch. Und ich fange mal an mit dem Carles. Vielen lieben Dank fürs Verlängern deines Subs im achten Monat, das heißt noch 4 bis zur goldenen Rakete, das hast du richtig erfasst. Und, ups, da kommt auch schon ein Raid rein. Guten Tag an den Herrn Wöller und alle, die er so mitbringt. Und danke fürs Spammen des Chats, ich bin nämlich gerade in der Begrüßung, das ist super, dann sehe ich nämlich nicht mehr, wer geschrieben hat. Yay! Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ihr habt schon ein bisschen KSP gespielt, so grob seit heute Morgen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe da nicht mal kurz reingesneakt und einen Host rüber geschoben zum Herrn Wöller. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr vorbeikommt und schön, dass ihr viele Kapau-Smileys spammt. Und natürlich an Anulo, vielen lieben Dank auch für den Sub. Dankeschön dafür. Also ich muss ja alles noch ein bisschen zurechtordnen. Ich streame heute das erste Mal mit dem neuen Monitor, bin noch ein bisschen lost in Auflösungsänderungen, aber so langsam wird's. Sehr schön, jetzt, ich probiere jetzt trotzdem mal so vielen Leuten wie möglich Hallo zu sagen, beziehungsweise werde ich an einer gewissen Stelle irgendwann abbrechen müssen, aber ich hoffe, ein paar von euch erwische ich noch. Deshalb ganz herzlich willkommen an den Neo, an Torbak Junior, an den Zermiris, an Krexis, an Mickey, den Major Spanker, Jojongs, Kainagar, den Meckes, Mimir, Vasco, Fiasco, Eli Gamer, Mr. Penguin King, Etienne, Proleric, Dadaxa, ich glaube, das ist auch schon der Raid, der dann reingekommen ist, The Patch, Luca, The Undershaker, Kitty, heute wird nicht geklippt, Kitty ist da, wir müssen ein bisschen aufpassen, Brady, Travis, Hunter, Zemploy, Luca, Tanja Falkenbach, der Adlan ist auch da und Strobo Wolf, der Wöller natürlich, klar, Wöller hat ja den Raid mitgebracht. Und die Gulaschkanone. Jetzt kommt so langsam der Punkt, dass ich ein Problem habe, mir zu merken, wem ich schon Hallo gesagt habe. Ich glaube, Divico noch nicht. Und Ice Cube Fett, glaube ich, auch noch nicht. Wenn ich irgendjemand von euch vergessen haben sollte, dann trotzdem herzlich willkommen. Und natürlich auch an alle, die wild rumlurken. So. Was letzter Preis für deinen alten Monitor? Steht dann bei eBay drin. Ich glaube, letzter Preis. Gibt es nicht, ist nämlich eine Versteigerung. Wird man sehen. So, AK Engelsee, vielen lieben Dank. 22 Monate, du hast die 2 Jahre bald frei, voll. Aber dann hast du einen Aufnäher, jetzt wollte ich gerade einen Aufkleber sagen, Aufnäher hoffentlich frei. Und ich bin recht zuversichtlich, wenn du in 2 Monaten voll machst, dann sind die Dinger auch fertig. Hoffe ich zumindest inständig. So. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Next. Und beim Yengsam wird es vielleicht schon ein bisschen knapper mit dem Aufkleber. Vielen lieben Dank für 23 Monate. Kommen wir zurück zu der verrückten KSP-Woche. Was für eine verrückte Woche. Wir hatten ja letztes Wochenende quasi noch das Community-Treffen in Berlin. Da haben wir tatsächlich sogar, während wir gemeinsam zu Mittag gegessen haben, darüber spekuliert. Nee, wir haben nicht spekuliert, sondern jemand hatte gemeint, so, ja, und KSP2 wäre eine tolle Sache. Und da habe ich selber noch gesagt, wie wahrscheinlich ist das denn? Wie wahrscheinlich ist das denn? Und wurde direkt am Montag gestraft dafür. Also gestraft, vielleicht auch belohnt, aber Lügen gestraft auf jeden Fall. So, Thorsten, vielen lieben Dank fürs Follow und Gulaschkanone auch. Vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. Schön, dass ihr da seid. Und Kitty, vielen lieben Dank für den Resub im 22. Monat. Auch bei dir alles auf dem Weg zum Aufnäher. Wie oft musste ich reanimiert werden? Ja, das war ich. Also, vielleicht muss ich euch eine kleine Background-Story dazu geben. Der Major hatte mich gefragt: Ah, hier, lass mal dieses Jahr wieder Gamescom. Woraufhin Major und ich ein bisschen diskutiert hatten, weil ich so gesagt habe: So, na, ich weiß nicht, wird urlaubstagemäßig irgendwie ein bisschen knapp und ich habe mir letztes Jahr einfach nur die Füße wund gelaufen und so. Die meisten von euch sind halt auch einfach nicht auf der Gamescom, weil ihr nicht so das typische Messepublikum-Gänger seid. Also, nee, dieses Jahr nicht. So. Yay. Na, auf jeden Fall habe ich mich dafür entschieden, nicht auf die Gamescom zu fahren, weil, was soll da schon kommen? KSP2? Ja,
Mich hat es am Montag ganz schön aus den Socken gefetzt, als das Video kam. Ich habe es tatsächlich auch erstmal für ein Fake gehalten. Ich habe es mir ungefähr dreimal angucken müssen, habe verschiedene Newsartikel noch gelesen, habe nochmal extra geprüft, ob es 1. April im Kalender ist. Ist es nicht? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Naja, und dann stellte sich raus, KSP2, it's real. Das war ziemlich heftig. Das war so das erste Mal, wo ich mich gerne beinahe umgebracht hätte, weil ich nicht zu Gamescom gefahren bin. Schlimmer war es dann, als ich dann am Mittwoch auch noch eine Mail kam mit einem Interview an, bekam mit dem Interviewangebot für den Creative Director, wo ich gefragt worden bin, ob ich mit ihm ein Interview haben möchte. Und ich so, nein, was ist hier los? Aber es hat sich ja alles noch gedeichselt. Dafür auch noch ein dickes, fettes Dankeschön an den. An den Holzritter. Liebe Mods, macht auf jeden Fall mal für den Holzritter einen Shoutout, startklar. Geht da mal vorbei, lasst dem guten Mann ein Follow da, das hat er auf jeden Fall verdient. Der hat für mich die Fragen gestellt, weil er vor Ort war und hat das für mich übernommen. Und ja, dafür sollte jeder von euch ihm mindestens 10 Follows geben. Und falls ihr mal einmal euer Prime-Sub einen Monat woanders hinschmeißen wollt, gebt es diesem Mann. Dieser Mann hat das ermöglicht. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz all die Alarme aufarbeiten, während ich hier rum erzählt habe. Bug 2, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten und ganz, ganz vielen Dank an Brady und an Vasco Fiasco fürs Verlängern mit jeweils 4 und 19 Monaten. Dankeschön und weiterhin euch natürlich auch ganz viel Spaß beim Zugucken. Was werden wir heute tun? Wir werden heute natürlich ein bisschen über KSP2 philosophieren. Vielleicht ein bisschen über das Community-Treffen philosophieren und über den Plan, der so langsam in meinem Kopf reift fürs nächste Jahr. Und wir werden zum. Ich glaube, wir fliegen zum Moon. Fliegen wir zum Moon? Ich glaube, wir fliegen sowas von zum Moon. Ich meine, Moon is the way to be. The place to be. Ja, da geht's hin. Wir werden Richtrett retten. Richtrett ist anderen von euch auch bekannt als Meckes. Der wird dann später Meckes werden. So, dann können wir noch mal gucken, noch irgendwas Mooniges passiert. Ne, wir sind auch schon losgeflogen. Okay, ich würde sagen, erster Schritt, wir schaffen es mal, in die Rakete schon mal zu steigen. So, und dann schauen wir mal. Beim nächsten Treffen geht's zum Moon. Das war vielleicht, wenn der Satz so rüberkam, war das sehr schlecht formuliert. Sehr schlecht. Gut, Robert ist rumgeflogen und hat getankt. Ja, das stimmt auch. Neben dem Füße wund laufen habe ich vielleicht auch sehr viel getrunken letztes Jahr auf der Gamescom. Ich muss es leider zugeben, so war es nämlich exakt auch. So, wir haben schon den Relay-Satelliten ausgeklinkt gehabt, genau. Und wir hatten jetzt so ein bisschen Korrekturmanöver noch für den Satelliten. Und dann müssen wir, ja, den müssen wir in speziellen Orbit bremsen. Das haben wir, glaube ich, auch schon eingeplant. Und er hier hat noch nichts geplant, meine ich. Er hat noch nichts geplant. Das heißt, wir könnten eigentlich direkt schon mal rüberspringen auf die Moon Mission. So, wir haben hier aber, ich wollte nur noch mal kontrollieren, ob wir alles haben. Also, Solar ist draußen, Strom ist stabil, Habitation scheint auch soweit zu laufen. Sieht gut aus. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Macht mich heute fertig, Leute. Ewok, vielen lieben Dank. Im 11. Monat, noch einen Monat bis zur güldenen Rakete. Vielen lieben Dank dafür und auch dir weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, hier geht es aber allen ganz gut. 31 Tage Supplies haben wir noch am Start. Habitation läuft. Also wir müssen uns da echt keine Sorgen machen. Ja, und hier ist unsere Mondlandefähre oder Moonlandefähre trifft es ja. Und damit werden wir dann ganz. Brady, ja, da müssen wir mal gucken, oder irgendwas muss da gebuggt haben, weil eigentlich hatte ich alle rausgegeben. Lass uns da einfach mal nach dem Stream drüber schnacken, weil eigentlich wie soll ich das sagen, alle Gewinner ausgezahlt, aber irgendwie muss da ein Claim verloren gegangen sein. Aber lass uns da nach dem Stream mal drüber chatten, wenn du magst. Schreib mich einfach mal im Discord direkt an, das kriegen wir geklärt. Da bin ich ziemlich sicher. So, also das ist soweit vorbereitet. Wir werden jetzt zum Satelliten als nächstes gehen. Erstmal. Oh, switch to. Zack, zack, zack. So, das ist unser kleiner Kommunikationssatellit. Wir hatten hier so einen speziellen Auftrag. Den hatten wir vorne auf dem Raumschiff aufgesetzt mitgenommen.
Und den müssen wir in einen speziellen Orbit bringen, um den Moon. Und dafür haben wir auch schon ein Manöver geplant in 34 Minuten, meine ich. Ja, 34 Minuten. Das heißt, wir können mal Warp to Next Manöver machen. Zack. Weil hier eigentlich jetzt nichts passieren sollte. Der ist stromstabil. Zack. Ja, Freunde, also ich meine, ihr habt ja hoffentlich bestimmt schon das ein oder andere Video bei mir auf dem Kanal geguckt. Ich bin vorsichtig gehypt, möchte ich es nennen. Also ich versuche mich da nicht zu sehr reinzustürzen. Und ich bitte euch inständig darum, das auch nicht zu tun. Ich glaube, sich freuen auf KSP 2 und uns nach und nach jetzt in den nächsten Monaten mit den Informationen betanken, das ist eine gute Sache und das sollte man, das werde ich auch weiterhin tun. Sobald ich Infos kriege, seid ihr die Nächsten, die es wissen. Das werde ich allerdings sehr stark auf YouTube machen, einfach weil es sonst immer schade ist, dass man was nicht mitbekommt, weil man gerade keine Zeit für einen Livestream hatte. Aber ich glaube, wichtig ist, die Erwartungshaltung nicht auf ein Level zu heben, wo man einfach, es kann nicht das allergeilste Spiel aller Zeiten werden. Auch dieses Spiel wird wie alle Spiele noch Wünsche offen lassen und sich dann hoffentlich wie KSP 1 weiterentwickeln mit der Zeit. Also da gehe ich zumindest mal von aus. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie es nicht schaffen werden, all unsere Wünsche in das erste Release des Spiels zu packen. Ich bin aber echt zuversichtlich, dass es ein schönes Spiel wird. Und was ich bisher so von Nate gehört habe, ja. Ich bin positiv gestimmt. Und Jack the White Rabbit, vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten. So, jetzt muss ich langsam mal mein Manöver fliegen vor lauter Geschwafel hier. Das neue Auto installiert Feature im Seekin. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt müssen wir mal schauen, was das gemacht hat. Focus View. Wir müssen halt auf die richtige Seite. So sieht es gut aus. Also wir kommen jetzt hier vorbeigeflogen. Und das ist auch der richtige Orbit auf jeden Fall. Wollen relativ zeitnah. Ja, also er hat auch gesagt, da kommt demnächst was. Es wird ein eigenes Statement zum Multiplayer. So viel hat Nate schon mal gesagt. Also ich habe noch nichts gesehen. Ich habe heute noch mal auf dem KSP-Kanal geguckt. Wenn jetzt in den letzten 2 Stunden was rausgekommen ist, da habe ich Abendessen gekocht und gegessen. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber sie wollen da auf jeden Fall ein eigenes Video, ein eigenes Statement zu machen. Ob das ein Video sein wird, weiß ich nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein gemeinsamer, also ein eigener Trailer wird eventuell. Wir werden sehen, muss man halt ganz ehrlich sagen. Wir werden wirklich sehen. Das scheint ein ziemlich äquatorialer Orbit zu sein. Okay. So, das Ding ist eingeplant. Wir haben auch noch mehr als genug Fuel, um das zu machen. Und jetzt springen wir mal zurück zum Raumschiff. So, und ansonsten für euch noch kurz als Update, das Schiffsdingsbums ist erstmal wieder aus. Es gab aber eine neue Version oder ist erstmal noch aus. Es gab aber eine neue Version des Cloudboards. Er hat ein paar neue Features bekommen. Das heißt, ich werde das demnächst mal wieder anschalten, um es zu testen. Müssen wir im Stream dann einfach ausprobieren gemeinsam. Der Cloudboard hat, ich habe ja drum gebettelt, aber also wahrscheinlich haben sie das nicht wegen mir gemacht, aber der Cloudbot hat Sound-Redeems bekommen. Also dieses, was ich vorhatte, dass ich euch ermögliche, mit den Kerbal-Dollars Sounds abzuspielen, wie zum Beispiel der Sound, der beim Abo kommt, nur halt nur als Sound abspielen, dass man da kein Geld für ausgeben muss, sondern auch mit Treuepunkten ab und zu mal so einen Sound einspielen kann. Das scheint jetzt zu funktionieren. Da muss ich mir zusammen mit den Mods erstmal noch ein gutes System ausdenken, was punktetechnisch nicht dazu führt, dass ich nicht mehr reden kann. Verdammt, vielleicht müssen wir selbst bei den Abos langsam was machen. Vielen lieben Dank. Ich komme gleich zu euch, liebe Subs. Genau. Und parallel warte ich jetzt noch. Ich habe mich angemeldet für dieses Twitch-Kanal-Punkte-Beta-Treue-Dingsbums-Konzept-Probeding. Mal gucken, ob sie mich auswählen oder nicht. Bisher habe ich da noch kein Feedback zu. Wird man sehen. So, jetzt aber Hugo und Basti, vielen lieben Dank für den Resub. Beim Hugo sind es 2 Monate, beim Basti sind es sogar schon 9. Und Luca, danke für den Host. So. Jetzt aber. Also, jetzt müssen wir das Ganze in Reihenfolge bringen, denn wir werden hier auch am Moon lang kommen. Und wir brauchen natürlich auch noch ein Bremsmanöver.
Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und das hat schon wieder jemand. Ihr wollt mich einfach auch nicht reden lassen oder spielen, ne? Das ist okay. Vielleicht höre ich einfach auf, darauf zu reagieren. Ghostwalker, vielen lieben Dank für den dritten Monat in Folge Resub und weiterhin auch dir natürlich viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt haben wir das. Der andere kommt um. Ah, jetzt habe ich den nicht eingespeichert, ne? Ärgerlich. Den müssen wir noch einmal umschalten. Der andere kommt um. Wählt mich und ihr bekommt mehr Pupsgeräusche. Nein, Crazy. Definitiv nein. Nein, nein, nein. Prost. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Wie jetzt ausreden. Dankeschön, Smerit, für den vierten Monat. Vielen lieben Dank. So, und jetzt muss man mal gucken. Mein Manöver kommt knapp vorher. Aber richtig knapp vorher. Das ist ja witzig. Wir gehen wahrscheinlich direkt auf die unterschiedlichen Seiten des Mondes. Und kommen dort ziemlich zeitgleich an. Das ist ja total lustig. das war so nicht geplant. Das war so sowas von nicht geplant. Aber naja, irgendwas ist immer. Ja, cool. Also wir kommen tatsächlich einfach zur gleichen Zeit auf den beiden unterschiedlichen Seiten des Monds raus, um dort unsere Manöver zu fliegen. Was ich äußerst unterhaltsam finde. Ich glaube, ich mache ein bisschen vorher den Orbit hier schon mal in eine Packposition, damit ich noch ein bisschen Zeit habe. Weil ich will mich eigentlich erstmal auf die bekrute Mission konzentrieren. Das heißt, wir zünden jetzt hier schon ein bisschen. Dann verlagern wir das Problem nämlich hier hin. So, da machen wir den Sack dann zu. Kann der hier nämlich raus, neuer rein. Und damit haben wir es zeitlich ein bisschen entzerrt. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott. So viele Points. So viele Körbeldollars überall. Ihr seid alle Körbeldollar-Millionäre bald. Discovery, nominal Miko, Ohms 1 not required. Vielen lieben Dank, Zemidis. Es hört nicht auf, dass ich vom Reden abgehalten werde. Ja, ich verstehe das schon, dass ihr einfach nicht möchtet, dass ich zu Wort komme. Ich kann das auch verstehen. Meine Frau hat das auch öfter. Und meine Kollegen trauen sich wahrscheinlich nur nicht mehr, das zu sagen. So. Zusch. Eventuell muss ich das Points-Kommando mal umstellen. Wisst ihr was? Ich würde sagen, ich mache jetzt mal Folgendes. Lass mal gucken. Ah, vielleicht mache ich das nach dem Stream. Ich glaube, wir müssen echt mal gucken, dass das Points-Kommando nicht in den Chat zurückspammt, sondern dass ihr das als geflüsterte Nachricht bekommt. Weil das ist echt ein bisschen viel. Also scrollt bei mir dann, wenn ihr alle gleichzeitig anfangt, Points zu machen, was total okay ist. Ihr wollt ja wissen, wie viel ihr habt. Scrollt bei mir der Chat so schnell raus, dass ich gar nicht mehr sehe, um was es hier eigentlich ging. Was war eigentlich los? Genau, shut up and take my money. So. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Snake, vielen lieben Dank für 20 Monate Resub. Dankeschön. Zack, los. So, das war genau pünktlich. Oder fast. Nein! Nicht das gute ACS rausballern. Meine Güte. Was ist falsch mit dir? So. Drei Wochen Streampause hast du noch nicht viel gesammelt. Ja, das kommt aber mit der Zeit, Quieker. Das kommt mit der Zeit. So, wir sind kurz davor. Sprit ist noch genug da. Triebwerk ist an. Oh, warte mal, ich muss mal gucken. Wir sind auf diesem Triebwerk. Das heißt, wir müssen
Wir müssen genau andersrum. Gut, dass wir nochmal drüber geguckt haben. Das wäre sonst eher eine Beschleunigung als eine Bremsung gewesen. Wir fliegen nämlich noch auf diesem Resttreibstoff, der da noch drin war. Das hätte ich beinahe übersehen. Ich wollte jetzt mit dem hier zünden, aber das Triebwerk ist noch gar nicht dran. Wir sind noch gar nicht so weit, dass wir das schon benutzen müssen. Was? Ehrlich? Oh, tatsächlich. Snake, vielen lieben Dank. Das habe ich total übersehen. Ich hatte es am Anfang des Streams gesagt. Ich habe heute meinen ganzen Monitor neu eingestellt und alles ist sehr viel kleiner teilweise, als es das vorher war, weil ich am Samstag einen neuen Monitor aufgebaut habe und ich habe das gar nicht gesehen. Ja, vielen lieben Dank für den T3-Sub. Warte, ich werde mich dreimal bedanken. Das muss ich jetzt nämlich noch einmal nachholen. Vielen lieben Dank. Und dann sind wir bei dreimal Dankeschön für einen Sub, weil T3-Sub. Dankeschön. Und weiterhin natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. Und viel Spaß mit dem jetzt möglichen Robert-Kraken oder Winterkraken. Naja, Crazy erklärt dir, wie es funktioniert. Crazy erklärt dir sowas von, wie es funktioniert. So, gleich haben wir es. Ah ja, das Kleidchen geht natürlich auch. Ich weiß nicht, was Crazy momentan bevorzugt. Der Robert-Wurm, genau so war es. Entschuldigung, es war der Robert-Wurm, nicht der Robert-Kraken. Aber er besteht aus Krakenarm, sieht aber aus wie ein Wurm. So. Küke, das freut mich zu hören. Dann weißt du ja, worauf du sparen musst rechtzeitig jetzt mit deinen Points. Ab 1000 Punkten kannst du nämlich auch hier wieder einen Körbel mit den Körbel-Dollars ins Spiel bringen. Da kannst du dann den Nachwuchs direkt auch mit einer Raumfahrtkarriere beglücken, so wie es sein muss. Das freut mich zu hören. Sehr schön. Die Körbels werden mehr. Also Kolonisierung passiert halt auch nicht von allein, ne? Da muss man sich auch mal ein bisschen kümmern. So, was machen wir denn jetzt hier Schönes? Hui! Der Robert-Wurm. Sehr schön. Ich sehe, es ist erklärt worden, beziehungsweise es ist, glaube ich, auch ziemlich zugänglich. Ist dieser Knopf neu? Dieser Knopf ist mir vorher nie aufgefallen. Gut, lasst mich mal nachgucken. Was wollen wir eigentlich alles machen? So viel geredet, so viel passiert. Ja, ihr seht, mich hat die Woche auch ganz schön mitgenommen. Ich habe viele Skripte zusammenschreiben müssen. Gott sei Dank saß ich viel Zeit im Zug. Auf dem Weg zur oder von der Arbeit und konnte das alles zurechtschreiben und dann halt aufnehmen. So, Science Center vom Surface of the Moon. Ah ja, genau, wir hatten das Rendezvous-Ding, haben wir. Das machen wir dann beim Rückkehren. Und wir haben irgendwo so einen Körbel rumsitzen, ne? Haben wir da drauf geachtet? Ja, da ist er. Wir sind sogar fast bei ihm. Das heißt, wir werden jetzt uns noch in den niedrigeren Orbit bremsen, weil wir müssen auf jeden Fall Rich Dread an irgendeinem Punkt erreichen. Ja, okay, ich glaube, das nächste, was wir machen hier, ist auf jeden Fall uns mal angleichen an Rich Dread, dass wir ihn dann erwischen. Das ist auch, ah, das ist nach dem Multi-Moon Mission Relay, okay. Okay. Dann sammeln wir die mal ein und ab jetzt müssen wir uns angewöhnen, dass Rich Dread heißt natürlich Mekkis. Mekkis hat nämlich letztes Mal einen Körbel redeemed und gesagt, ihm ist die Klasse egal, was immer passt. Also ist uns die Klasse auch egal, was immer Rich Strat ist, wird Mekkis. So. Dann müssten wir eigentlich. Knapp nicht, ne? Knapp nicht. Dann lasst uns noch kurz. Zack, hier hingehen. Okay, dann machen wir erstmal noch die Bremsung von dem Satelliten. Der ist eine Minute vorher. Ah, ist dumm, dass das jetzt alles so zeitlich zueinander kommt, so knapp. Das ist mit der Verträglichkeit der Schwerelosigkeit. Das mag sein. Oh, guck mal. Körbenaufgang über dem Moon. Sehr schön auch. Zack. So, dann machen wir hier einen Time Warp zum Manöver. Von der anderen Seite kommt quasi gerade das Flugding angeflügt. So, dann ist das hauptsächlich retrograd. Zack, zack, zack. Rich
Wird ein sehr kurzer Burn, das heißt, wir werden uns dann auch erstmal damit begnügen. Die Angleichung an den Orbit, damit das gilt, machen wir später. Der ist jetzt noch ein bisschen ab vom Schuss, aber ich möchte halt vor allen Dingen das bekörbelte Raumschiff sauber seine Mission zu führen. Da keinen Blödsinn bauen. Zack. So, das wird jetzt noch nicht reichen. Ach doch. Reicht sogar schon, ist schon exakt genug. Dann warten wir noch kurz, dass es abgeschlossen ist. Sehr schön, der Contract ist complete. Sehr, sehr gut. Dann hätte ich gesagt, machen wir doch hier Folgendes. Discovery, nominal Mako, Ohms 1, not required. Ah, wir haben hier schon mehrere Relays, ne? Ah, dann lassen wir den auf so einem mittleren Relay. Und Mr. Penguin King, vielen lieben Dank für 300 Bits. Dankeschön. Und weiterhin natürlich viel Spaß beim Zugucken. Sehr, sehr gut. Oh, da ist irgendwas passiert. Irgendwas hat irgendwas geschert. Gibt es schon wieder so eine Sonderaktion? Ich bekomme nichts mit, ne? Ich bekomme einfach nichts mit. So, wir sind schon drüber. Aber das klappt schon noch. So. Jetzt müssten wir von der Abweichung her ganz gut unterwegs sein. Was ist das denn? Feitrahmen? Kampfessen? Okay. Es gibt Rahmensuppen oder was? Das muss mir mal jemand erklären. Was? Wieso ist Wasser abgeschaltet? Ach so, die Expedition, ja, weil die im Moment ein bisschen rumzickt. Aber wie gesagt, es gab ein neues Update vom Cloud-Bot. Ich werde mir das zeitnah angucken, um es gegebenenfalls wieder anzuschalten, wenn das funktioniert. So, jetzt. So, jetzt bremsen wir mal mit dem Restsprit, den wir noch haben, ein bisschen ab. Einfach mal um zu gucken, wie weit wir es noch schaffen. Cool wäre es, wenn wir suborbital gehen könnten. Na, knapp nicht, ne? Knapp nicht. Na gut. Aber eventuell. Wir könnten. Wartet mal. Control vom hier. Jetzt dreht er sich. Triebwerk aus. Activate Engine. Jetzt geben wir ihm noch ein bisschen Bremsung mit rein. Dann dekoppeln wir oder entkoppeln. Dekoppeln ist auch so ein ganz komisches Mischdenglisch-Ding. Dann entkoppeln wir den Tank, wenn es suborbital ist, und brennen uns dann wieder auf einen Orbit hoch. Wir brauchen von hier aus nicht mehr viel. Dann ist das gleich sauber entsorgt. Moin, Herr Chupa, na? Grüß dich. So, ich denke, wenn wir auf Nautisch 0 gehen, sollten wir safe sein, dass der Tank einschlägt. So, und jetzt machen wir den hier ab. Und wir drehen uns jetzt gleich wieder Prograde. Das mache ich aber mal kurz manuell, weil ich nicht möchte, dass wir uns dem Boden dann doch so stark nähern. So, beziehungsweise das andere Teil daran. So, und jetzt gehen wir mal wieder auf 12 Kilometer, 10 Kilometer. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen höher auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr als 10, damit wir nicht sterben müssen. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wie unser Orbit jetzt gerade aussieht. Also wie es Sinn macht zu fliegen. Das entscheiden wir, wenn wir da unten sind. Juti, wir haben
Eigentlich ganz gut, Delta V am Start. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken wegen Experimenten und solchen Geschichten, ob da was Spannendes zu machen ist. Wir haben nämlich eigentlich. Ach so, wir haben nur einen Ingenieur mit, ne? Wir hatten gesagt, wir machen Bodenproben. Die machen wir hier. Was haben wir hier mitgenommen? Ich muss mal kurz gucken, was wir alles dabei haben. Wir haben auf jeden Fall ein Advanced Materials Bay. Lass uns mal gucken. Material Study könnten wir noch machen. High Over. Multispektralanalyse haben wir auch noch nicht. High Over können wir aber noch später machen. Ich würde erstmal Low, also Near, Space Near gucken. Multispektral Imaging. Okay. Na gut, dann lassen wir ihn erstmal mitlaufen. Und der Daxa, vielen lieben Dank für den Resub. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dankeschön für 20 Monate und Mickey, vielen lieben Dank fürs Hosten. Irgendwie hätte ich mir jetzt von der Multispektralanalyse ein bisschen mehr Science-Punkte erhofft. Außer jetzt null. Ach doch, weil ich einen falschen Knopf gedrückt habe, ne? Ja, alles gut, mein Fehler. Mein Fehler. Was? Robert bemerkt was nicht? Wieso? Was habe ich denn jetzt schon wieder. Was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst? War was Wichtiges? Wenn ihr mir was sagen wollt, hilft das übrigens, wenn ihr Wintermenzer sagt oder @Wintermenzer, dann wird mir das auch ein bisschen hervorgehoben. Was bringt denn ein VIP-Körbel? Ist der unkaputtbar? Also wenn wir es kurz zusammenfassen, ein VIP, also ein Veteranenkörbel heißt das, oder? Habe ich da VIP-Körbel rangeschrieben? Ein Veteranenkörbel hat einen orangen Anzug. Ende der Vorteilsliste. danke, Major. Danke. Habe ich gelesen. Vielen lieben Dank. So. Alles gut, gehen Sie weiter. Okay, ich spiele dann jetzt wieder, ne? Ja, cool, danke, dass ihr. Also, wenn ihr alle. Kennt ihr dieses? Wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Wenn alle die Notification benutzen, benutzt niemand die Notification. Okay, dann sind wir genau da, wo wir vorher waren. Nur, dass mein Text rot markiert ist, komplett durchgehend. Das ändert für euch nichts. Also, behaltet es euch bitte für die wichtigen Sachen offen. So, ich probiere es mal so. Hab ich eine Antenne? Oh, da hinten fährt sich irgendwas aus. Ich habe mehrere Antennen. Ich könnte jetzt langsam mal in einen. In einen sehr verantwortungsbewussten, optisch hervorragenden Relay-Modus gehen. Okay, warum habe ich eigentlich das gesagt? Ich könnte jetzt sowas sagen wie, ich rede nicht mehr mit euch, aber das ist ja eigentlich, de facto ist das ja schon der Fall. Das ist ja de facto einfach schon der Fall. So, sehr schön. Antennen sind draußen. Ja, Material Study hatten wir gesagt, heben wir uns auf. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Wie sieht es denn aus, wenn wir da drüben ankommen? Ich tappe den Chat gleich einfach zu. I really tried. I really, really tried. Da ist Target Position at Intersect. Okay, das heißt, wir sollten noch nicht zu niedrig gehen, aber wir können dann gleich mal gucken, was der nächste Orbit macht. Also er holt jetzt auf, das ist gut, aber ich denke, er wird uns mit der Höhe, wird er uns auf jeden Fall überholen. Da bin ich ziemlich sicher. Oh wow. Wow, das ist alles rot, Leute. Es ist alles einfach rot markiert in meinem Chat. Ihr seid. Darf man Scheiße zu seinen Zuschauern sagen? Ihr seid nicht okay. Ihr seid nicht okay. So. Ah ja, okay. Also beim nächsten Mal haben wir wieder das gleiche Problem. Es verschiebt sich sogar noch ein bisschen nach hinten. Das heißt, wir sollten jetzt mal ein bisschen brennen. Huch, Captain Caps Lock hat auch gesagt, er ist noch da. Sehr schön. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier einen Encounter hinbekommen. Und.
eventuell unseren Kumpel einmal einfangen können schon. Zack. Ich hatte das so durchdacht, dass der hier mit reinpasst, oder? Das war zumindest so geplant. Wir sind zu dritt. Wir sind doch zu dritt, oder? Ja, die Touris habe ich ja leider umgebracht. Entschuldigung. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Okay. Du hast nicht Furzgeräusche eingespielt, oder? Du hast Furzgeräusche eingespielt. Ein weiteres Feature, was vielleicht wert wäre, zu gedisabled zu werden. Oh mein Gott. Wie unwürdig, wie absolut unwürdig das ist. Oh Mann, ey. Okay, das sollte ich dringend ausschalten. Das sollte ich wirklich dringend ausschalten. Das war so schlecht, dass es irgendwie schon wieder sehr lustig ist. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Spende ans Haus der kleinen Forscher. So, das ist das Einzige, was es rechtfertigt, dass du das getan hast, Basti. Das Einzige. Und vielleicht das überaus leckere Pulled Pork, was du hergestellt hast. Abseits davon ist das nicht okay gewesen. Ich fand's sehr lustig, ja, leider. Leider fand ich das sehr, sehr lustig. Also hier, beide Hände oben. Spricht nicht für mich und nicht für, wie infantil oder nicht infantil mein Humor ist. Aber ich bin ein einfacher Mann. Wenn's Pupsgeräusche macht, finde ich's lustig. So, ja, dann machen wir als erstes die Rettungsmission. Dann machen wir die Landemission, hätte ich gesagt. So. Macht das Sinn? Macht bestimmt total Sinn. Ich mache mal einen händischen Warp, einfach weil ich noch nicht weiß, wie sich der Strom hier so verhält. Das sieht nämlich ganz schön heftig aus vom Verbrauch her, aber wir müssten es schaffen. Das ist zum einst ernsthaften Stream geworden. Hey, ich darf auch Humor haben und ich kann nichts dafür, wenn hier Leute irgendwelche Pupsgeräusche einspielen. Ich versuche ja nur Geld für die Wissenschaft zu sammeln. Aber nein, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich muss man das sabotieren. Möp, möp. So. Wir scannen mal nebenbei ein bisschen auf, weiß ich gar nicht, auf Biome, glaube ich, hauptsächlich. Oder Anomalien. Das muss ich mir gleich mal angucken dann. Duty. Auf jeden Fall werden wir gleich Retro-Target gehen und uns einmal an ihn ranbremsen. Und dann holen wir den lieben Mackes einfach rüber. So. Genau an der Tag-Nacht-Grenze. Gut, wir kommen auf 1,5 Kilometer ran. Sehr schön. Natürlich habt ihr das geklippt, oder? Natürlich habt ihr das geklippt. Oh Mann. Bitte unbedingt auch im Discord posten, damit ich mir das später auch nochmal angucken kann. Wie dieser seriös wissenschaftliche Stream von euch einfach stumpf in den Schmutz gezogen wird. In den Schmutz. Aber es war trotzdem lustig. Ich glaube, das muss auch mal okay sein. Das muss auch mal okay sein. Der nächste, der ein Furzvideo abspielt, wird zwar für immer gebannt, aber ansonsten für einmal war das völlig okay.
Habe ich in meinem Lachflash eigentlich schon Danke gesagt in Richtung Lord Grimmisch? Wenn nicht, vielen lieben Dank für 15 Monate. Sorry, ich war etwas beschäftigt mit dem absoluten Highlight auf YouTube scheinbar. Und das, wir sind alle mal froh, dass das nur eine Minute lief. Das sind nämlich die Three Hours of Farting. Also wenn ihr mal was Unterhaltsames auf Arbeit braucht, ist das offensichtlich the place to be. Das ist aber auch ein schöner Pot eigentlich, ne? Nett. So. Raumschiff. Irgendwo hatte ich vorhin noch eins da. Major, das sagt der Mann, der alle seine Szenen aus dem OBS löscht, oder was? Düm, 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 düm. Hat das einen Grund, dass der ScanSat nicht im Polarorbit ist? Ja, der ScanSat ist nur ein Multispektral-Imager-Experiment, was ich auf dem Raumschiff drauf habe. Und ich fliege gerade zur Rettung dieses Kerbels, der in einem Äquatorialorbit ist. Es ist also kein dedizierter ScanSat. Das ist einfach nur zufällig ein Scanner mit auf dem Raumschiff drauf, weil ich das Experiment selbst, also der Scanner ist ja auch ein Experiment, das habe ich noch nicht durchgeführt, das habe ich gerade erst freigeschaltet. Deshalb gibt es das, also deshalb ist das nicht in einem Polarorbit. Ansonsten hast du natürlich komplett recht mit dem, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, dass es einen ScanSat natürlich am meisten Sinn macht in einer Polarumlaufbahn, damit er nach und nach alles aus dem vom Planeten sehen kann. Ein Grund übrigens, warum ein Großteil der Geobeobachtungssatelliten in Polarumlaufbahn fahren, meistens auch ein bisschen retrograd sogar, damit sie sonnensynchron sind, also dass sie halt immer Sonne sehen. Kann man solche Rettungskapseln mit einer unbemannten Rakete docken? Ja, prinzipiell, wenn du eine Kralle oder sowas hast. Das ist halt nicht jedes Mal ein Dockingport dran. Ne? Da war jetzt auch kein Dockingport, das ist ja nur so eine Tür. Hast du den Auftrag schon, den Mut des Ganzen? Ah, ja, stimmt, den habe ich wahrscheinlich gerade kaputt gemacht. Naja, dann ist das so. Du hast recht, Lord Grimmisch, das war vielleicht nicht zu Ende gedacht. Den habe ich jetzt wahrscheinlich gerade weggepokert. Aber nein, den hatte ich noch nicht angenommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Ikuchan, schönen guten Abend. Grüß dich. So, noch wenige Meter zu unserem Raumschiff. Dann kann sich der liebe Rittstrett, der ein Farmer ist. Meckes wird also dem Anbau von Gemüse im Weltall nachgehen. Ganz offensichtlich. Aber Farmer ist ganz gut. Das ist ja für die höherwertigen Sachen dann später interessant. Das heißt, für interplanetare Missionen brauchen wir auf jeden Fall Farmer. Von daher ein guter und völlig valider Beruf. Ja, guten Hunger, Snake. Guten Hunger mit deinem Eis. Bring mir eins mit. So, aber er kann sich dann jetzt erstmal aus... Ah, der hat eine Karotte. Tatsächlich hat er tatsächlich eine Karotte auf dem Helm. So, und jetzt geht's erstmal... Oh, Freunde, zum Thema Eis... Hashtag totally no product placement. Was ich euch unbedingt empfehlen kann. Ich weiß nicht, wo es das überall gibt. Bei mir gibt es das im lokalen Supermarkt. Es nennt sich Matroschka. Das ist ein Waffeleis. Mit so das Vanilleeis dazwischen. Ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt. Dogman oder sowas. Irgendwas Russisches. Das Eis heißt auf jeden Fall Matroschka. Das sind so riesige Waffel-Sandwiches, aber sie sind halt nur Waffel ohne Schokolade und nur Vanilleeis dazwischen.
Das übertrifft so eine Mövenpick-Schnitte einfach um das Tausendfache. Um das absolut Tausendfache. Also wenn ihr jemals die Chance habt, dieses Matroschka, ich glaube es heißt einfach nur Matroschka, von der Firma Dogwan zu essen. Dogwan, Dogan, irgendwie sowas. Super gut, super gut. Das Eis, dem die Kerbels vertrauen. So. Ja, und hier haben wir Material Study schon, aber Multispektralanalyse noch nicht. So, das können wir jetzt auch wieder ausmachen. Das hat sich erledigt. Log Imaging Data. Ab nach Hause damit. Vanille ist langweilig. Vanille ist voll überhaupt nicht langweilig. Bitte dich. Es ist nicht okay, sowas zu behaupten. Habe ich mir schon Kerbel 2 angeguckt? Ja, Elchuper, wenn du auf meinen YouTube-Kanal rüber guckst, wirst du sehen, dass ich zum ersten Trailer schon ein Analysevideo gemacht habe und ich habe auch ein Interview führen können mit dem Creative Director von Star Theory Games in Vertretung. Also ich war selber nicht da, aber ich konnte jemanden mit Fragen hinschicken und dazu habe ich auch auf YouTube schon ein Video rausgehauen, wo ich die Fragen, die ich reingegeben habe, die kamen von euch und von mir, beantworten lassen habe. Genau, also ja, ich habe mich auf jeden Fall schon damit beschäftigt und habe dazu auch schon was veröffentlicht. Einfach mal auf meinen YouTube-Kanal gucken. Ich glaube, Ausrufezeichen YouTube. Gebt euch den Link. Hashtag Tuschli Eigenwerbung. Vielleicht ist das Kommando aber auch anders. Ich bin nicht so ein guter Streamer. Nope. Vielleicht ist das Kommando Ausrufezeichen YT. Habe ich eigentlich auf YouTube? Ich weiß es nicht. Habe ich auf YouTube? Offensichtlich nicht. Ja, da muss Neo das wohl von Hand posten. Neo Ausrufezeichen YouTube. Hilft ja nichts. Ich glaube, das wäre so ein Kommando, was man mal anlegen könnte. Also, sie sagen im Frühjahr 2020 und das Geschäftsjahr von Private Division geht bis März 2020. Also ich mache jetzt mal eine Ansage, das dürft ihr gerne klippen und dann könnt ihr mir es unter die Nase reiben, wenn es nicht funktioniert. Ich denke, KSP 2 wird vor Ende März 2020 kommen. Ich tippe auf irgendwie so Anfang, Mitte März. 2020 spätestens dürft ihr gerne klippen. Mir dann, wie gesagt, vorhalten, dass ich Unrecht hatte, wenn es anders ist. So, Thema Verträge. Wir müssen noch runter auf die Surface. Explore the Moon, das Smart Docking machen wir gleich. Rich Stretch Recover machen wir gleich. Orbital Station Around Minmus machen wir später. Zack. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück auf die Sonnenseite des Lebens. Damit wir wieder ein bisschen mehr Strom zur Verfügung haben. Ja, nee. Ich mache den mal kurz aus. So interessant ist das jetzt gerade nicht, die Power Science Punkte. Come on, gib mir Strom. Ist ganz schön knapp gesized, ey. Sehr gut, okay. Strom läuft wieder. Was haben wir denn jetzt gemacht? Explore Synchronized Freefalling. Hä? Hab ich plötzlich den. Achso, das sind die. Ah, ich wollte gerade sagen. Ich war gerade geschockt. Warum hat es denn jetzt den Docking-Vertrag erledigt? Aber alles gut, das war mein erstes Rendezvous. Das habe ich erledigt, logischerweise, weil ich mich mit der Kapsel getroffen habe. Alles gut, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Zack. Wisst ihr, was mich richtig kaputt macht? Das ist jetzt im März dann wahrscheinlich. Also ich tippe fest auf März für KSP 2. Ich hatte mich, ich glaube, April 2020. Ich hoffe jetzt inständig. Hallo CD Projekt Red, wenn ihr das seht.
Ich bin seit langer Zeit ein sehr großer Cyberpunk-Fan und ich habe mich sehr auf Cyberpunk 2077 gefreut, was ihr, glaube ich, für April 2020 angekündigt habt. Jetzt haben die aber KSP2 gemacht. Es wäre völlig okay, wenn ihr euch noch so ein halbes Jahr Zeit nehmt, ich sag mal bis Herbst 2020, um das Spiel super awesome zu machen. Und dann komme ich und spiele Cyberpunk. Aber ich bräuchte ein bisschen Zeit im Frühling für KSP2. Könnt ihr bitte ein bisschen länger brauchen? Thank you. Das ist so ärgerlich. Das ist so hart ärgerlich, ey. Also ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Also ich freue mich immer noch auf Cyberpunk. Aber ich werde es wohl nicht aktiv spielen können, weil ich im Kerbal-Universum verschwinde für längere Zeit. Tja. So. Wo landen wir den Hobel denn? Ich hätte gesagt, irgendwo hier, wo es schön ist. Wo war ich denn überall schon? Landed at the Mons, bla bla bla. Wir haben noch echt viel offen. East Crater, Midlands, Highlands. Das müsste der Farside Crater sein da hinten, ne? Das müsste eigentlich der Farside Crater sein. Wir könnten den nehmen. Ich glaube, wir nehmen den auch. Wir bereiten jetzt den Landeeinsatz vor. Das müsste der Farside sein. Gut, dann hauen wir doch mal die Kiste in den zweiten Gang und nehmen. Was hast du alles schon gemacht? Plant Fleck und Minmus. Wöller, was hast du schon getrieben? Orbit Around Kerbin. Ich nehme jemanden Landeerfahrenen, damit Neo nicht umgebracht wird. Neo geht auch mit raus. Okay. Obwohl wir vielleicht sogar mehr Sitze haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Seats hat das Ding. Ich habe es ja groß geschaltet, aber es hat wahrscheinlich immer noch nur zwei Sitze. So. Transfer Crew, Antrags. Zack. Oh, Neo muss, glaube ich, aussteigen wegen Werkzeug und so. Und einmal händisch umsteigen. Sind wir uns sicher, dass das das Korrekte? Das sieht nach Bergarbeiter aus, oder? Sieht für mich mehr nach Bergarbeiter als nach Engineer aus. Neo, wir müssen nochmal über deinen Anzug reden. Ich glaube, du hast den falschen mitgenommen auf diese Mission. Also den falschen Anzug. Ich glaube nicht, dass das so okay ist. Ich glaube, das ist ein Bergarbeiter-Outfit. Just saying. Aber wenn dich Gelb glücklich macht, ist es für mich auch erstmal okay. Aber wir müssen da wirklich nochmal drüber reden. So. Gut, dann können die anderen beiden nämlich hier oben bleiben. Und die hier gehen jetzt auf Landemission. Ta-ta-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. Wöller hat alles im Griff. Ist gut. Und wir haben hier hoffentlich auch alles im Griff. Können wir uns drehen ohne? Ja, ach geil. Ich hab irgendwo ein Reaction Wheel eingebaut. Das ist gut. Sehr, sehr, sehr gut. Retrograd, please. So, und wir haben 1629 Delta V zum Landen. Startklar. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal schon ein bisschen von unserem Raumschiff weg, damit da nichts Schlimmes passiert. Das sieht echt hübsch aus heute. Aber vielleicht kommt mir das alles nur hübscher vor, weil es jetzt sehr viel größer ist auf meinem Monitor. Weil ich nicht mehr so eine hohe Auflösung habe. So. Das ist ja Lampendran total verrückt. Ja, ich war relativ konsequent beim Bauen. So, und jetzt müssen wir ein bisschen bremsen. Dafür Triebwerk aktivieren. So, die müssen später zusammen sein, damit wir entkoppeln und wegfliegen. So. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Divico, vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit den Kirby-Emojis. Hashtag Best Emojis. So, ich würde sagen, irgendwo hier so peilen wir mal an. Wir müssen dann eh noch bremsen.
Gut, Habitation-mäßig seid ihr alle irgendwie okayisch, oder? Ja. Natürlich auch wieder kein Essen am Länder dran. Ach so, was mir noch einfällt, wir hatten hier irgendwo eine Fuel Cell, die ich irgendwann mal einschalten müsste. Jetzt zum Beispiel. Sehr gut. Läuft. Strom wird produziert. Und dafür geben wir natürlich Sprit aus. Das ist der Haken an der Sache. Aber sollte so viel nicht sein. So, dann. Das wird eine richtig schöne Apollo-Style-Mission. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ja, Brady, das hat alles, was ein gutes Raumschiff nicht braucht. Die Hand und Faust, vielen lieben Dank für 7 Monate, Resub. Wöller, bist du eigentlich da? Wöller, 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 Wöller. Ich habe eine ganz wichtige Frage mit dem Creative Director geklärt. Aber du musst da sein, damit wir das besprechen können. Du musst da sein. Leiter, ich bin da mal weg. Genau. Such dir mal lieber irgendeinen Kanal, wo das ein bisschen unprofessioneller gemacht wird. So, ich würde sagen, wir fangen mal an zu bremsen. Senkgeschwindigkeit ist sehr niedrig. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal so und bremse wirklich runter. Weil er ist wohl eingeschlafen. Das sei ihm aber auch gegönnt. Ich glaube, der hat seit heute Morgen durchgestreamt, ne? Auf 4000 Höhenmeter noch zu machen. Das finde ich halt so schön, dass das mittlerweile so gut aussieht bei den Antrieben. 8 Stunden. Na, 8 Stunden ist schon echt ordentlich, muss ich sagen. Das ist wirklich echt ordentlich. Wie ist das denn mit Robert gemacht? Ach was. So, wir müssen ein bisschen mehr anwinkeln. Jawohl. Sinkgeschwindigkeit nicht zu hoch. Leicht abbremsen. Das sieht gut aus. So, Stay sagt 120 Milliliter Wasser. Also ich habe Mio Mio getrunken. Ich hoffe, das zählt auch. Das ist ja quasi noch viel gesünder als Wasser. Nächstes Jahr dann Multi-Hardcore-Colonization. Ich bin gespannt, wie Multiplayer funktionieren wird und sollte es möglich sein, dass man irgendwie mehr als 4, 5 Leute in ein Spiel zusammenreihen lässt, bin ich auf jeden Fall sowas von mit dabei. Einen Community-Server aufzumachen. Also da könnt ihr mich auch drauf callen dann. Definitiv. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Könnte man glatt eine Landung versuchen. So, wir haben noch 1030 Delta V. Das ist auch recht okay.
Nein, nein, nein. Ich sterbe heute mal in Schönheit. Einfach weil viel Treibstoff. Fahrzeug steht. Motor aus. 928 Tel Aviv. Was liegt da hinten? Das muss ich mir angucken gehen. Okay, bereiten wir uns vor auf den Außeneinsatz. Zack. Wie gut ist das? Moin, Nikolai. So, Neo. Gehen wir nachgucken, was hier los ist. Was ist das denn? Griffin, Lima 10-Quality Base here. The Eagle has landed. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ups. Ja, ja, so, so bist du was Ähnliches wie die Leiter runtergestiegen. Mikas, vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit den Kirby-Modes. Irgendwo da hinten war es, ne? Nee, da. Wo war denn das jetzt? Da. Was ist das? Was ist das? Warum ist es so hell? Neo will's wissen. Neo will's wissen. Bleibt der halbe Tank auf dem Moon? Nee, 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 nee. Wir fliegen. Ich guck mal, ob wir noch einen Hop in ein anderes Biom schaffen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier rumsteht. Das ist ja interessant. Irgendwas ist hier. Was ist das? Holy shit. Was ist das? Das muss man bestimmt mit so einem Arm untersuchen, oder? Ein Stein. Ponk. Ein Stein. Ein Stein, der auf jeden Fall anders aussieht als andere Steine. Ich muss mir angewöhnen, diese Analysearme mitzunehmen. Und kleine Rover zu bauen. Ich glaube, das nächste Mal fliegen wir mit Rover zum Moon, dass wir ein bisschen rumfliegen können. Auf jeden Fall. Und da kommt der Krampfgarten vorbei. Mit 16 Zuschauern. Hallihallo. Hallihallo. Grüß dich, lieber Krampfgarten. Und grüße natürlich auch an alle deine Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz wundervollen, körbeligen Nachmittag. Der ein oder andere hat ja vielleicht auch schon mal vorbeigeschaut. Ich hatte vorhin mal auch den Host zu dir eine Weile rübergeschoben. Na, wo seid ihr Schönes hingeflogen? Und habt ihr euch ordentlich durchhypen lassen für KSP 2? Mackis, wir haben deinen... Ich weiß nicht, ob du schon da warst, aber deinen Körbel haben wir aus dem Orbit gerettet vom Moon. Du bist Farmer. Du bist sowas von Farmer. Du musst auf dem Stein draufstehen. Echt? Geht das? Ich glaube, ich stand da gerade auf dem Stein. Ist nicht viel passiert, aber ich probiere es gleich nochmal. Achso, ja gut, das kann ich jetzt nicht machen. Dann probieren wir es nochmal, aber ich glaube nicht, dass da was passiert. Ich glaube, es gibt halt zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt Dinge, die man mitnehmen kann. Das sind auf dem Moon, glaube ich, die kleinen Steine. Und, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und es gibt die Dinge, die man mit diesem Untersuchungsarm-Ding analysieren kann, aber jetzt probieren wir es einfach mal, was passiert, wenn ich draufstelle. Ich meine, was kostet uns das, außer ein bisschen Eva-Prop? Im richtig schweren Rover auf Duna gelandet, der dort am Länder bei dem anderen Forschungsdocker. Nice! Unbemannter Rover oder bemannter Rover, also bekörbelter Rover? Das ist doch hier die Frage. Pickup Moonstone. Haben die optisch die Moonstones geändert? Weil das ja eigentlich nur... Das sind die neuen... Sind die Moonstones optisch geändert worden? Weil eigentlich waren das so kleine Steine. Hm? Also das kannte ich schon, Jack. Aber mit diesem Pickup, dass man sich so neben kleine Steine daneben stellt. Ich wusste nicht, dass es auch so... Oder es gibt einfach unterschiedliche Steine nochmal. Das kann natürlich auch sein. Sieht so aus wie in einer alten Folge. Echt? Aber ich hatte Moonstones als so kleine graue Steine in Erinnerung. Aber, na gut. Vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung.
Mag auch sein. Bord. Zick. Prost. Okay, dann habe ich schon mal so einen Riesenbrocken mitgenommen. Habe ich wohl verdrängt. Spezies. Schönen guten Abend. Oder auch Moin, wie wir hier sagen. Gut, dann lasst uns mal die anderen Experimente noch machen. Keep. 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 So, dann können wir den Crew Report vielleicht... Na, wir haben gerade kein Funkrelay, ne? Crew Report einmal storen. Dann gehen wir einmal alles einsammeln. So, was muss ich noch machen? Bla bla bla, docken. Ich muss keine Flagge aufstellen, ne? Ne. Wir könnten jetzt gleich nochmal gucken, dass wir einmal... So ist eben die Sinne Leiter. Dass wir einmal nach dem Vertrag gucken, ob wir noch die Möglichkeit haben, für die Flagge Geld zu kassieren. Versuchen kann man es ja immer. Ich meine, im schlimmsten Fall halt nicht, aber einmal nach dem Vertrag sollten wir schauen, bevor wir sie irgendwie umsonst, also kostenlos aufstellen, da ohne dafür Geld zu nehmen. Ja, ich hab doch hier noch Daten. So, dann lass uns einmal kurz... Bum, 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 bum. Wunderschöne Landefähre. So, und dann könnten wir nämlich gucken, wir haben in der Landestufe noch über 900 Delta V drin. Das sollte einen... Was? Ach so, Spezies 8472. Oh, Spezies 8472. Star Trek? Verdammt, irgendwo gehört das dazu. Ich würde es jetzt... Wenn ich es jetzt google, beweise ich auch keinem was. Woher kenne ich das? Spezies 8472. Sind das die Menschen aus Einstufung der Borg-Seite gewesen? Spezies 8472, wie waren das? Voyager? Aus Voyager tatsächlich? Ach, tatsächlich war Spezies 8472? War das die Menschen aus Einstufung der Borg? Ah, krass. Okay. Also abgefahren, dass ich das tatsächlich noch weiß. Das war jetzt wirklich mehr ein Guesstimate. Irgendwie sowas. Ah, sehr schön. Alles klar. Juhu, ich weiß was. Ich weiß was. Die Borgkiller. Ach so, die haben den Borg die Hölle heiß gemacht. Ah, also nicht die Menschen, sondern die Borgkiller waren Spezies 8472. Okay, aber irgendwas mit Borgs. Naja, dann war ich zumindest nah dran. Aus dem flüssigen Raum. Oh Gott, das ist echt lange her. Es ist wirklich lange her. Was wollte ich hier eigentlich? Ich wollte nach Missionen gucken. Surface Outpost on the Moon machen wir nicht. Bla, 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 bla. Nix für den Moon. Schade. Gut, dann. Ach, guck mal, aber der Streamlabs sagt ab und zu bereit, wo, Bescheid, wo mein YouTube-Kanal ist. Guter Streamlabs. Entschuldigung, der Schluck war ein bisschen groß. Das hätte echt eine Sauerei gegeben, wenn ich jetzt gesprochen hätte. So. Möchte ich eine Flagge aufstellen? Eigentlich möchte ich gar keine Flagge aufstellen, aber Neo hat das verdient. Schöne Sache das, aber wieso sagst du... Planfleck, da ist es. Remove Helmet, genau, eine ganz safe Option auf dem Moon. Ja, das, dieses Remove Helmet erinnert mich auch wieder an, wie heißt es? Stationeers. Das war auch immer sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. So. East Farside Crater Landing Antrax Plus Neum.
Zack. So. Hallo Schnorpel, na? Schön, dass du vorbeischaust. Zu diesem lächerlichen Schauspiel, wie der Neo sich wieder einen Anzug rausgesucht hat, der überhaupt nicht für ihn gedacht ist, nur weil er dachte, dass Gelb ihm besser stehen würde. Diesen Modeschnickschnack, ne Neo, da müssen wir echt nochmal drüber reden. So. Machen wir mal alles raus und wieder rein. Take Data, Store Experience. Dann haben wir wieder Platz für einen Crew Report. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wäre hier der nächste sinnige Hop? Ich glaube, hier in die Craters rein wäre ganz cool. Ich weiß halt nicht, ob wir den noch schaffen. Aber wir haben genug Emergency Fuel, um gegebenenfalls abzubrechen. Deshalb würde ich jetzt mal stumpf nach Osten springen. Und das einfach probieren. Und dann sehen wir ja, was passiert. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den hier verlängert bekommen. Ah, ein bisschen höher. Komm, hoch, hoch, hoch. Raus aus dem Dive. Raus aus dem Dive. Ist okay. Das wird teuer, oder? Das wird sogar relativ teuer. In den Canyon, das wäre natürlich auch sexy, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Bisschen nördlicher vielleicht, ne? Aber das könnte reichen. Kriegen wir das noch gebremst? So. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das noch hinhaut. Delta V. Ich brauche mal ein paar mehr Anzeigen noch. Steigen wir noch? Wir steigen noch. Ich brauche ein paar mehr Anzeigen. Uff, 424 bei 465 im Tank. Kann man schon mal machen, ne? Eieieiei. Das wird richtig knapp. Okay, was wir tun können ist. Wie viel haben wir? Das ist ein bisschen was, ne? Oha, das wird heftig. Impact Biom des Canyons. Wir müssen auch ein bisschen höher gehen wahrscheinlich. Das wird richtig knapp. Wir beginnen schon zu sinken, ne? Wir müssen im richtigen Moment das Richtige tun. Wir müssen da unbedingt noch rüberkommen. Und ihr so? Oh ja, läuft. Ist okay. Ist echt okay. Okay, ich glaube, hier können wir landen. Landung einleiten und los. RCS an. So, ich unterstütze das Ganze jetzt ein bisschen mit RCS-Fuel. Das wird hässlich. Können wie gesagt abbrechen notfalls. Okay, ich werde langsamer durch RCS, das ist auch schon mal eine gute Sache. Ich hoffe, dass wir das stehen.
sieht aber ganz gut aus. Das wird hart. Das wird richtig hart. Das können wir nicht stehen. Ne. Das muss ich abbrechen. Das ist zu gefährlich. Come on! Okay, der Decoupler hat nicht so richtig gut funktioniert. Muss man der Vorteil sagen. RCS brauche ich jetzt wieder volle Kontrolle. Okay, das müssten wir abbrechen, aber... Ist okay. Ja, ich glaube, hätten wir direkt unten den Boden des Canyons getroffen, wäre es noch okay gewesen. Das in der Stufe davor war ein Terrier. Senkrecht ist nicht schön. Das war noch nicht ganz senkrecht. Das hätte man vielleicht... ich weiß nicht, ob das SRS stark genug gewesen wäre, das Reaction Wheel, um das einfach zu halten. Dass man sagt, man steht nur auf zwei Beinen. Orbit more or less achieved. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Da hinten gerade. Na, dann machen wir das hier drüber. Dass wir hier jetzt höher gehen. Und uns einholen lassen. Ich glaube, mein großes Problem ist jetzt hier der Electric Charge tatsächlich. Ah, das wird ekelhaft. Der Strom wird ein Problem. Meter. Aber das dauert halt eine Weile, ne? Stunde 2. Wir verlieren sehr, sehr schnell Strom. Aber wir haben auch eine Stunde EVA-Reserven. Müsste hinhauen eigentlich. Müsste eigentlich hinhauen. Probieren wir es, würde ich sagen. Ich mach's mit einem normalen Warp, dass ich eingreifen kann. Ah, es ist okayisch, ne? Das schaffen wir, glaube ich, strommäßig. Also wir haben genug Strom gespeichert. Scheinbar. Wir haben auch noch genug Sprit, um das wieder reinzubremsen. Damit wir das Ganze miteinander verheiratet bekommen wieder.
So, jetzt kommt der spannende Part. So, mit Ausrufezeichen Docking könnt ihr euch jetzt gleich die Docking-Musik schon mal parat legen. Dann habe ich die Probleme nicht, dass hier irgendwas silent geschaltet wird. Also ich kann euch nur motivieren, eventuell eine nach diesem Kommando verlinkte Musik aufzurufen. Oder halt auch nicht. Das müsst ihr alle selber entscheiden. Wer bin ich? So. Zack. Target Retro. Und Feuer frei. So. Da ist unser Ziel. Und dann würde ich sagen, bringen wir das Baby gleich mal nach Hause. Das wird spannend mit der Steuerung. Ich brauche die sehr viel sensibler. Dankeschön. Ich glaube, das reicht. Sonst werde ich ja wahnsinnig mit dem OCS. So. Target Retrograde, please. So. Also wir gehen 100 Meter dran vorbei, das ist voll okay. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Kontrolle. Ich hoffe mal, dass wir damit dann gleich ein schönes Docking hinbekommen. Wenn nicht, machen wir das Docking fertig mit der großen Kapsel. Das muss ich nur mal kurz orientieren. Aha. Okay. Wir driften nach hinten. Okay. Los geht der Spaß, würde ich sagen. Also man sieht das jetzt kaum, was ich mache, weil man den Treibstoffausstoß mit der 10% Limitierung nicht gut mitbekommt. Ich habe nicht mehr so viel RCS-Fuel. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich hier tue. Sehr schön. Ich glaube, wir kommen sehr sauber rein. Ich muss noch ein bisschen rüber. Tschakka. So, und dann haben wir nämlich auch gleich das Docking Achievement durch. Entfernung sieht gut aus. Dann jetzt langsamer werden. Darauf zu wandern. Das Problem ist, dass der jetzt halt sehr richtig viel nachsteuert. Sehr gut. Das ist mein Ziel und ich bin dran. Schon passiert. So, da war doch noch viel Platz, würde ich sagen, insgesamt, oder? Sneaker Racing, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Carbonauten und ich nehme erstmal einen kleinen Schluck. Können die nicht auch mit der Eva das Raumschiff wechseln? Ja, aber ich wollte ja den Docking-Auftrag erledigen. Hallo?
bin ein bisschen beleidigt. Sagt er jetzt einfach nur, weil Same Vessel ist nicht. Ach, zwei verschiedene Starts wäre echt bitter. Das steht da nämlich nicht explizit. Das sind nur Two Vessels. Da steht nicht, dass sie separat gestartet werden müssen. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich dann den Auftrag trotzdem noch gelöst bekomme. Wir setzen jetzt nochmal neu an, also wir probieren nochmal zu docken. Will er nicht. Was wir dann nämlich jetzt gleich tun, ist folgendes. Wir werden hier erstmal mit den Herrschaften rübergehen. Glaubt ihr aber nicht, dass ich mir das von euch verderben lasse, meinen Auftrag. Du hast dein Werkzeug am Start. Sehr schön. So. Die Daten sind schon mal drüben. Noch gleich, dass ich einmal kurz alles gemopst bekomme, was ich hier noch brauche. Konnten wir irgendwie crossfeeden damit? Nee, ne? Das ging nicht, weil... Die sind eigentlich crossfeed an, aber geht aus irgendwelchen Gründen nicht. Ist ja auch egal. So, das heißt, wir können das jetzt wegmachen, weil wir kommen an den Sprit eh nicht ran. Wie ist das jetzt? Das ist wahrscheinlich das... Schaltports. Hängt hier irgendwo eine Antenne dran oder sowas? Stimmt, irgendwo was angebaut. Irgendwo habe ich was angebaut, bestimmt. Oh, das ist tatsächlich der Dockingport. Ich bin mir halt nicht sicher, wenn ich jetzt abdocke. Das Ding... Ach, guck mal da. Disassemble. Lalalala. So, weil ich will eigentlich nur den Dockingport haben. Dann docken wir zwei Vessels. Keine Sorge, das werden wir tun. Ich kenne da nämlich noch eine Vessel. Die brauchen nur einen Dockingport. Die da vorne nämlich, wo wir den anderen Typen rausgeholt haben. Da fliegen wir jetzt einfach wieder hin, bauen den Dockingport an die Vessel an, einfach weil ich es kann, und dann docken wir die. Und dann haben wir das nämlich erledigt. Check. So, Freunde. Lasst uns mal eine Aufholjagd starten. Das Ding ist... 79 Kilometer weit weg und fliegt auf einer Umlaufbahn mit einer Höhe von 12 und 10. Das heißt, wir gehen jetzt runter auf 8. On ground. Ja, du kannst auf dem Boden oder in Round Moon machen. So, wir gehen jetzt, wie gesagt, ein bisschen
tiefer als er, damit wir ihn einholen. Ich denke mal, 8 bis 9 Kilometer sollte relativ safe sein noch. Ich muss mal ganz kurz gucken, was die höchste Erhebung auf dem Moon ist. Damit ich mich jetzt nicht vertue, weil jetzt gegen Berg fliegen ist auch peinlich. In den letzten Tagen ist aus irgendwelchen mir völlig unklaren Gründen die Kerbal Space Program Seite echt langsam. Naja. Bla 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 bla. Maximum 7000 und ein bisschen. Sehe ich das richtig? Wissenschaftler des Moons befindet sich seitdem auf einer Höhe etwas mehr als 7061 Meter nahe dem Südpol. Alles cool. Wir sind also mit 8 Kilometer völlig safe. So. Genau, also mit den Kerbal Dollars ist ganz einfach. Ihr bekommt fürs Zugucken alle 10 Minuten ein. Ihr bekommt fürs am Chat teilnehmen, wenn ihr das in den letzten 10 Minuten einmal was geschrieben habt, bekommt ihr 2 Bonus-Kerbal Dollar. Und wenn ihr mich hostet, also nicht Auto-Host, sondern wirklich manuell hostet, bekommt ihr einmalig 5 Kerbal Dollar gut geschrieben. So kann man sich ein kleines Zubrot verdienen. So, jetzt müssen wir einmal zu Periapsis rüber. Strom sieht hier gut aus. Und dann werden wir nämlich diesen Dockingport an diese Kapsel anbauen. Wir sind noch höher als er, deshalb fliegt er so ein bisschen weg vor uns. Aber das ändert sich bald. Oh Gott, ist das knapp. Jetzt kommt er ran. Eine Hostesse. Oder ein Hoster. Bist du denn ein Hoster? Wer weiß das schon so genau? So. Das ist teilweise ganz schön knapp zum Boden, ne? Bei mir ist der Kerbal-Kopf weg. Kerbal-Kopf ist weg? Das verstehe ich nicht. Also hier sind alle Kerbal-Köpfe da. So viel kann ich dir zumindest sagen. Oh, wir müssten mal kurz gegenbremsen. Upp. Wir sind nämlich quasi schon an der Periapsis vorbei. Und die wollte ich noch ein bisschen runterziehen. So. Da müssen wir aber jetzt dran denken, auf der Apoapsis noch ein bisschen Gas zu geben. So, und jetzt kommen wir der Sache näher. Ich muss jetzt nur wirklich auf der Apoapsis ein bisschen beschleunigen. Sonst wird es unangenehm im nächsten Orbit. So, wir kriechen jetzt an das Ding ran. Und dann packen wir ihm den Dockingport drauf und docken den einfach an. Und dann müssten wir unseren Auftrag nämlich trotzdem erfüllt bekommen. Ach, der Kerbal-Kopf. Nee, die. Ach so. Nee, den gibt's nicht mehr. Der ist weg. Das wird nur noch über den Chatbot gemacht, weil das nicht für alle funktioniert hat. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit Kerbal-Kopf. Ja, okay. Das hat einen kurzen Moment gebraucht, das mental zu verarbeiten. So, Freunde, ich glaube, wir machen den Time Warp, aber na, lieber nicht. Ich traue mich in so einem Tiefflug nicht über die Tracking Station zu gehen, tatsächlich. Weil ich der nicht vertraue, dass sie on Rails alle Erhebungen sauber berechnet. Boah, hier ist schon echt fies knapp, ne? Hier war unser Landeversuch, da liegt auch unsere Stufe drin. Guckt euch das an. Da unten haben wir versucht anzusetzen. Hat aber nicht so gut funktioniert. Erwin schon, glaube ich. Vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. Und Tobinon, natürlich auch dir einen schönen guten Abend.
So, 70 Kilometer noch. Ich mache mir wieder Zeitraffer an. Aber wir müssen das jetzt ein bisschen aussitzen. Oder traue ich mich? Ja, ich will das nicht. Ich will euch nicht den ganzen Abend im Zeitraffer hinter so einer Kapsel herjagen lassen. Wir machen das jetzt mal hier über den Zeitraffer. Das sollte eigentlich gut gehen. Weil in der Tracking Station können wir trotz der Höhe mit 10 Kilometern ein bisschen schnell Zeitraffern. Hey, Nachtschicht. Na, grüß dich. Hallihallo. Wie geht's dir? So, weil hier können wir dann ein bisschen schneller Zeitraffern. Das ist, glaube ich, insgesamt eine gute Entscheidung, weil wir sonst sehr, sehr lange brauchen. Um da wieder ranzukommen. So. Guck mal, so sieht das schon anders aus. So, und jetzt können wir nämlich. Ah, so weit sind die gar nicht mehr voneinander entfernt, oder? Ich würde sagen, wir probieren es jetzt mal. Das müsste schon ganz gut hinhauen. Wir müssen ja noch den Abflug machen, um ihn zu treffen. So, wie weit haben wir es noch? 26 Kilometer, das sieht gut aus. Guck mal, da haben wir ihn schon so weit und dann würde ich sagen, lassen wir ihn noch ein bisschen Zeit drauf haben. Essen sieht noch gut aus, Habitation sieht auch noch sehr gut aus. Ich glaube, wir sind hier auf einem richtig guten Weg, die Mission zu erledigen. Jetzt muss er nur noch gucken, dass wir ihn einmal wischen. Ich lasse jetzt mal den interceptieren. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Abortion, vielen Dank für deinen Sub. Ganz viel Spaß mit den Kirbel-Emojis. Ich lasse mal den Intersect jetzt noch vorbeigehen, um zu gucken, ob wir vielleicht einfach komplett passiv im nächsten Orbit einen Encounter bekommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss ein bisschen Gas geben, weil wir ihn sonst überholt haben schon beim nächsten. Das glaube ich zumindest. Jetzt schauen wir mal, was die Manöverplanung dann so sagt. Die Manöverplanung sagt, ich habe recht. So, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ein wenig beschleunigen. Wir machen das mal so in ein paar Minuten. Manöver. So, und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht ein etwas schöneres Encounter hinbekommen. Okay. Sehr schön. Ist auch wirklich nicht viel, was wir machen müssen. Dann nähern wir uns ihm auf 2 Kilometer an und machen dann im nächsten Orbit das Docking-Start klar. Sehr schön. Ich finde übrigens, das ist echt als Raumschiff ganz schön geworden. Also dafür, dass wir noch ziemlich Low-Tech unterwegs sind. Eine schöne Raumschiff-Variante. Und Daedalus, moin. Ne? So, also einen sehr vorsichtigen kurzen Burn-Handling. Ich mache immer die Command, die Kirbel-Alarm-Glock zu. Die braucht ja im Moment keiner. Manöver abgeschlossen. So, und jetzt kommt der spannende Part. Ein Orbit noch rum. Ein Orbit muss er noch. Guter Zeitpunkt, um von Mate auf ein Abendgetränk umzusteigen, damit ich nachher dann nicht nur wach liege. So. Der Tag wird kommen, an dem ich das fürchterlich bereue, das zu machen, und weil hier alles explodiert. Aber heute ist er offensichtlich noch nicht. Plopp. Die Sinne, Prost, ne? Sehr schön. Schmantitzki, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten und viel Spaß beim Zugucken. Was gibt es heute übrigens Schönes? Heute gibt es ein Flensburger Kellerbier.
Ich habe gedacht, ich gebe dem nochmal eine Chance. Ich muss direkt nach dem ersten Schluck schon sagen, nicht so meins. Ist halt Flensburger. Es ist halt Flensburger. Naja. Kann man machen. Ich glaube, ich nehme nächstes Mal mal wieder ein anderes Bier. Das hatte ich mir irgendwie ein bisschen satter vorgestellt. Ich hätte ein dunkles nehmen sollen. Inzwischen einen Sponsor für meine Getränke gefunden. Ja, mich selber. Ich kaufe die einfach. Ich mache das komplett ungesponsert. Sonst müsste ich natürlich deutlich ansagen, dass ich hier gesponsert unterwegs bin. Das bin ich ja nicht. Diese Getränke trinke ich einfach selber. So. So, jetzt ist nicht mehr ganz so weit. Gleich haben wir unser Encounter. Wir sind schon auf 9 Kilometer ran. Jetzt geht's los. Warum fliegt die Rakete jetzt rückwärts? Weil ich sie nicht umgedreht habe. Also es ist einfach, die dreht halt immer mal nach vorne und nach hinten, weil die Rakete ja in ihrer Ausrichtung so bleibt, wie sie ist, und dabei um den Mond rumdreht. Und wenn du das als so eine Kreisbahn vorstellst, ne, also, achso, ja, Autofokus, da hat er sich wieder reingeschlichen. Siehste? Dann dreht sich ja die Rakete nicht. Wenn du das mal ausprobierst, zum Beispiel zu sagen, du hast eine... Du nimmst dir ein Streichholz zum Beispiel und bewegst das, ohne das Streichholz zu drehen, weil es dreht sich ja nicht mit, um einen Apfel oder sowas rum, um das mal zu simulieren. Dann fliegt das Streichholz dann auch mal vorwärts und mal rückwärts, wenn du jetzt sagst, vorne ist die rote Stelle vom Streichholz. Genau, deshalb ist das so, einfach weil die Rakete in einer Kreisbahn um den Mond kreist und aber ja keinen Grund hat, sich mitzudrehen. Es gibt ja keinen Luftwiderstand oder sonst irgendwas. Flensburger Kellerbier. Genau. Hast du das kurz weggeschaut? Aber dann hast du ja offensichtlich auch weggehört. Was für eine Webcam habe ich? Ich habe eine Logitech C922 HD Pro heißt das Ding, glaube ich. Also eine C922 auf jeden Fall. Von Logitech, also eine ganz normale Webcam. Aber der Trick, wie ein guter Streamer mal zu mir sagte, nee, wer hat mir das denn gesagt? Warst du das, Neo? Irgendwer hat mir das mal gesagt. Das Geheimnis eines guten Bildes ist Licht, Licht und Licht. Und tatsächlich ist das Geheimnis eines guten Bildes Licht, Licht und Licht. So, wir machen jetzt Target Retro. Und gleichen unsere Geschwindigkeit an und dann fliegen wir da einmal rüber. Was für eine Escape Velocity hat so ein Apfel? Ich glaube, keine, die man besonders gut messen kann, außer man hat sehr empfindliche Gerätschaften. Denn die Gravitationswirkung eines Apfels ist doch vernachlässigbar gering gegenüber einem Streichholz. Drauf zufliegen. Ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen. Wir haben noch mehr als genug Delta V für den Heimweg. Deshalb müssen wir da jetzt nicht groß sparsam sein. Jetzt passieren natürlich dumme Dinge, weil wir jetzt irgendwie suborbital gehen und bla bla. Aber ist ja alles egal. Wir haben es ja. So, einmal retrograd schon mal drehen. Dann haben wir es gleich. Gleich haben wir es. Und wie gesagt, ne, ihr könnt, wenn ihr sagt, also jeder von euch hat ja quasi einen Twitch-Kanal, ist auch völlig egal, ob ihr den aktiv bedient oder nicht. Wenn ihr sagt, ja, die fünf extra Körbel-Dollar, das habe ich im Moment jetzt einfach mal auch eingeschaltet, solange das Gewinn, also dieses Expeditionsding nicht läuft. Die 5 extra Körbel-Dollar möchte ich gerne mitnehmen, dann einfach in eurem Kanal-Chat/Host und dann meinen Kanalnamen eintragen. Dann läuft da ein Host mit
Und dann kriegt ihr auch die 5 Körbeldollar gutgeschrieben als kleines Dankeschön und Entschuldigung, dass die Expedition im Moment abgeschaltet ist. So. Auch völlig unabhängig davon, ob ihr Zuschauer mitbringt oder nicht. Da geht es eher darum, irgendwie so einen kleinen Ausgleich dafür zu schaffen, dass das andere im Moment nicht so gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall jetzt probieren mit der neuen Version von CloudBot. Ich muss demnächst eh dann mal die neuen Soundkommandos und so weiter einrichten, die da jetzt unterstützt werden. Und dann würde ich das Ding nochmal scharf schalten und einfach mal gucken, was passiert. Das machen wir vielleicht nächsten Stream mal. Also am Dienstag bei 7 Days to Die. Und dann gucken wir mal, ob das irgendwas bringt oder ob es immer noch buggy ist. So, wie viel Monopropellant habe ich noch? 30. Ja, das stimmt, Major, das stimme ich dir zu. Also, du fährst ja, glaube ich, auch eine richtige Systemkamera, aber eben auch mit guter Beleuchtung. Da kriegt man natürlich noch mal mehr raus, aber das sind eher so die 2-3%. Also, wenn ihr mal anfangen wollt mit Streamen oder generell mit Kameras arbeiten wollt, wäre mein Tipp auch erstmal, holt eine decent Kamera. Also, ich würde mit einer C920 oder C922 für eine Facecam schon arbeiten, weil eine 720p Kamera stinkt halt ein bisschen. Das ist einfach vom Bild her nicht das Gleiche. Und guckt lieber, dass ihr eine vernünftige Ausleuchtung habt. Also, investiert lieber die 20, 30 oder wenn ihr 100 Euro mehr investieren wollt, 100 Euro mehr in gutes Licht. Da holt ihr mehr mit raus, als wenn ihr jetzt sagt, wie, ich sitze in einer dunklen Kammer, Harry Potter-mäßig, unter der Treppe und versuche da mit einer 2000 Euro Spiegelreflex mein Gesicht abzufilmen. Kann man machen, ist aber falsch rumgedacht. So. Was? Ringlichter macht noch die Augen so schön. Ich habe kein Ringlicht. Ich habe einfach nur schöne Augen. So. Ach so, Docking-Musik. Mit Ausrufezeichen Docking könnt ihr den Link kriegen, falls ihr euch das nicht schon längst gespeichert habt. Und ich, also es ist noch kein Docking, aber ich fliege da jetzt mal nah genug ran, dass wir mit den Bauarbeiten beginnen können. Das ist also ein Semi-Docking. Und vielen Dank für die ganzen Hosts. Die 5 Körbeldollar scheinen ja gut angenommen zu werden. Ich werde da jetzt nicht jeden einzeln auscallen, sonst wird das ein bisschen viel. So, wir schleichen uns da jetzt mal ran. Und was ich jetzt machen werde, ich gehe jetzt mit meiner Nase sehr, sehr nah an die Nase dieses Pots ran. Und dann nehmen wir dieses, jenes, welches Gerät und probieren das umzubauen an den Pot mit unserem Ingenieur. Das wäre mein Plan, den ich vorhabe umzusetzen. So. Kurzbäckchen, du hast halt Autohorst an. Das ist ungeschickt. Crazy hat das ausprobiert. Autohorst funktioniert irgendwie nicht. Der mag nicht so. So. Zack. So, mal gucken, dass wir das sauber bremsen. Zack, 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 zack. Bisschen noch. Also wir müssen ran. Wir müssen auch sehr nah ran. Aber ich muss halt aufpassen, dass wir nicht irgendwie rein crashen oder sowas. So. Hä? Achso, der Port ist andersrum. Ah, ich bin auf dem hier. Eieiei. Das erklärt so einiges. Nein, 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 nein. Oh Gott, nicht berühren. Oh, fuck. Durch das Umschalten genau im Kopf falsch rumgearbeitet. So, jetzt müssen wir hier einmal ganz genau angucken. So, wir sind sehr nah dran. Wir sollten auch sehr nah dran bleiben. Ach, ja, haben wir die 200 geknackt. Vielen lieben Dank. Ich habe ein bisschen mit gerechnet, Major. Ich habe es auf Ansage geschafft. Auf Ansage. Ich hatte Major vorher schon gesagt, so heute besteht eine gute Chance durch den KSP-2-Hype, die 200 zu knacken in der Peak. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte so ein Bauchgefühl. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Ich hatte so ein Bauchgefühl.
Ist gut, dass ich es mittlerweile voraussagen kann. So, und jetzt ist der Neo aber mal gefragt zum Thema Bauchgefühl. Der muss jetzt nämlich ein bisschen mit Gefühl arbeiten hier. Der liebe Neo. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das umgebaut bekommen. Auch mit tollem Panorama. Neo, mit so einem Panorama kann man doch den ganzen Tag arbeiten. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, wie schön das ist. So wunderschön. So, und jetzt wäre der Plan nämlich zu sagen, wir grabben das Ding hier von hier raus und bauen es halt hier ran. Fertig. Das ist nicht schön, aber es reicht zum Docken wahrscheinlich. So, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Wie gesagt, das sieht richtig kacke aus, aber es ist ein anderes Vessel. Es ist ein anderes Vessel. Es ist ein Versuch wert. Es ist ein Versuch wert. Ich meine, wenn es nicht klappt, dann haben wir den Auftrag halt nicht erledigt. Dann müssen wir hier irgendwann mal eine zweite Rakete herschicken. Oder machen das mit zwei unbekörbelten Raketen. So, und jetzt müssen wir sehr, sehr akkurat arbeiten. Ich hoffe, ich habe zwischen den ganzen Hosts kein Follow verpasst. Falls doch, tut es mir sehr leid. Dann bitte auf euch aufmerksam machen. Das ist nicht meine Absicht, euch zu ignorieren. So, ich gehe jetzt einfach mal erstmal nach oben, um das so ein bisschen auszugleichen. Nicht die leere Kapsel docken, aber eigentlich ist es doch egal, oder? Das ist eine Kapsel. Jetzt noch kaputt gehen, wenn du was falsch machst. Kaputt gehen kann er bestimmt irgendwas. Wenn man da jetzt volles Met reinrammelt, dann kann man sich sicherlich irgendwas Wichtiges abreißen. Aber eigentlich mit ein bisschen Vorsicht ist das normalerweise jetzt relativ safe. Das Einzige, was eigentlich sein könnte, ist, dass es einfach nicht gewertet wird. Dann ist das so. Also er will halt irgendwie, dass ich ein eigenes neues Raumschiff mitbringe. Das habe ich halt im Moment nicht. So, jetzt müsste gleich bei ungefähr einem Meter greift der Magnetismus. Da ist er und sieht gut aus. Wir haben irgendwelche Achievements bekommen. Sieht gut aus. Wir haben ihn. Er hat es gewertet. Yes! World First Milestone ist auch noch mit dabei. Hervorragend. Es gibt übrigens auch für sowas, Jengsan, wenn du das speichern willst, es gibt, ist leider sehr undokumentiert mit dem Bot. Ich hoffe, es kommt irgendwann eine Help- oder Command-Liste. Sie scheinen dran weiterzuentwickeln. Es gibt ein Ausrufezeichen Quote-Kommando, meine ich, mit dem du einen Quote anlegen kannst. Und mit dem könnt ihr Zufallszitate dann auch immer wieder abrufen. Ich muss mal selber kurz reingucken. Wartet mal, wie das funktioniert. Ich glaube, es ging über Quote. Gib mir einen Moment. Ich gucke einmal nach. Und zwar... Zack, zack, zack. Das sind so Default-Kommandos, meine ich. Genau, mit Ausrufezeichen Add Quote kann man ein neues Kommando anlegen. Das sind aber die Moderatoren, können das nur machen. Ich verstehe. Und mit Ausrufezeichen Quote könnt ihr dann Zitate abrufen. I see, I see. Okay, das heißt, du müsstest, Youngster, du müsstest einen Moderator überreden, dieses Zitat reinzuhängen mit Add Quote und dann kann man mit Ausrufezeichen Quote dumme Zitate mit der Zeit abrufen. So, brauchen wir das? Brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir das nicht. Das heißt, wir können den eigentlich auch direkt wieder andocken. So, das war ja nur für die Übung. Wup, wup, wup. Wir haben es sowas von geschafft. So, haben wir irgendwas noch nicht erledigt? Ja, wir müssen noch eine Wissenschaftsgeschichte nach Hause senden. Hm.
Genau, dieses eine Probequote hatte ich schon mal angelegt. Um zu gucken, ob das alles funktioniert. Tut es offensichtlich. So, jetzt fliegen wir nach Hause. Kommt. Da, 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 da. Ne, wir wollten noch eins nach dem anderen. Wir wollten erstmal noch. Haben wir noch Kurbensichtverbindung? Irgendwie haben wir eine Verbindung auf jeden Fall, woher auch immer wir die haben. Speichern. Das können wir verlustfrei senden. Wir senden das jetzt. Das müsste nämlich auch noch einen Auftrag erledigen. Oh, und To Boldly Go hat getriggert. Weil wir da irgendwas gesendet haben, wo wir noch nicht waren. Lass dich nicht trollen, Irrealistic. Lass dich nicht trollen. So, wir könnten natürlich noch gucken, dass wir ein bisschen was davon abliefern, beziehungsweise alles auf der Raumstation. So, jetzt haben wir aber vertragsmäßig ziemlich viel durchgerockt, oder? Wir sind wieder bei 400.000, wir waren ja eher so in Richtung Pleite. Wir kriegen noch Kohle, dass wir ihn retten. Und wir können auch Wissenschaftsdaten abgeben, das ist gut. Dann lasst uns das tun. Das ist vielleicht auch ein bisschen hart beschleunigt. So. Jetzt passen wir den Winkel noch ein bisschen an. Auf welcher Höhe ist die Raumstation unterwegs? 150 Kilometer. Dann sollten wir auf so ungefähr 150 Kilometer einschwingen. So, das sieht doch gut aus. 170. Totally fine. So, und jetzt müssen wir noch mal gucken, was haben wir noch an Experimenten zu liefern. Mal sehen. Ich lasse das mal offen. Wir haben jetzt nämlich immer noch die Möglichkeit hier mit unserem wo ist es? Mit unserem Spectral Imager ein paar Schnappschüsse zu machen. Da zum Beispiel. Eigentlich können wir den auch Revidator direkt rausschießen. Boop, boop, boop. Schadet ja nicht. So. Auf zum nächsten. Weil wenn wir jetzt eh hier noch unterwegs sind, um unser Manöver gleich zu fliegen, dann können wir auf jeden Fall noch ein paar Science-Punkte einsammeln. Und dann müssen wir noch mal high-over, können wir, glaube ich, noch das Labor einmal auskratzen. Hier waren wir noch nicht. Log Imaging Data, zack. Und direkt mal rausspringen, Leo. Leo, tu es, schnell. Sehr gut, guter Mann. Okay, EVA-Report haben wir auch. Sehr gut. Ich da immer wieder auf den Knopf reinfalle, ne? Sehr schön. Da kommt ja noch ganz gut was zusammen, muss ich sagen. Das bringen wir natürlich ins Labor hoch. So, Dennis, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. So. Bisschen noch 3 Minuten. Ich glaube nicht, dass da noch viel für uns zu holen gibt. Da ist auch schon Kurbin zu sehen. Ich denke mal,
Wir werden jetzt mal unseren Start vorbereiten. Nicht mehr groß Zeitraffern. So, wir sind ausgerichtet. Kann also losgehen. Es ist Ausrufezeichen Add Quote. Ich habe das mal kurz getippt. So funktioniert das dann. Aber dieses Streaming-Ding ist ja für uns alle noch Neuland. Los geht's, ab nach Hause. Es geht nicht. Achso, Ad Quote, Kasper. Die Dokumentation hat Unrecht. Glaube mir, die Dokumentation hat einfach Unrecht. Glaube nicht der Dokumentation, glaube mir. Mettbrot. Mettbrot ist auch mal ein schöner Befehl. So, ich glaube, das können wir gelten lassen, oder? 157 Kilometer. Sehr schön, jetzt müssen wir kurz ein bisschen Zeit raffern. Ich mache das hier mal so lange zu, dass wir auf eine gewisse Höhe kommen. Auf einer gewissen Höhe werden wir dann nämlich die große Freude haben. Nein, es hat so funktioniert, wie ich es gesagt habe. Nein, unerwartet. Auch für mich. So, in Space Low, jetzt sollte er bei 60 Kilometern geht er, glaube ich, in Space High über. Jawohl. So. Oh ja, Mettbrot Frühstück auf der Streaming Couch. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. So, jetzt werden wir die Sachen hier noch mitnehmen. Zack. Und Deploy Goo Bay. Finde ich toll gemacht, die Sachen einfach, muss ich ganz wirklich sagen. Die Bauteile hier sind wirklich, wirklich wunderschön gemacht. So, jetzt müssen wir nur noch mal aussteigen, den ganzen Kram wieder einsammeln. Vielleicht nimmst du mal den Schraubenzieher aus der Hand, lieber Neo. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Na gut. Wir machen das sehr, sehr vorsichtig. Neo hat sich scheinbar ein bisschen was bei Harry Potter abgeguckt. Und ist plötzlich unsichtbar geworden. Als er seinen Schraubenzieher weglegen sollte. Ich habe das verstanden. Du magst deinen Schraubenzieher. Okay, ganz vorsichtig, Neo. Kannst du noch unsichtbares Licht machen? Ja. Die neue Tarnvorrichtung, genau. Neo ist, glaube ich, ein Klingone. Oder wie? Nee, doch. Klingonen und Romulaner hatten das, glaube ich, auch noch. Aber ich glaube, Neo ist eher so. Ich glaube, er ist eher ein Klingone als ein Romulaner. Bird of Prey mäßig. Oh Gott, irgendwas Schlimmes passiert. Langsam darüber. Eieieiei. Cloak Mode. Ja. Neo ist kein Bird of Prey, er ist ein Kerbal of Prey. Collect Data. So. Ganz vorsichtig. So, Neo, jetzt versuchen wir mal deinen lustigen, unsichtbaren Körper an der Tür anzudocken. Sehr witzig insgesamt. Wir haben alle sehr gelacht. Verdammte Axt, ey. Das machen wir bitte nicht nochmal, Herr Neo. Bitte nicht nochmal. Please. Voll gut. Schön, Neo. Toller Anzug, den du da hast. Kann der noch andere Sachen?
Heidis Kanonenrohr, Batman. Mach doch sowas bitte nicht mit mir. So, der kann jetzt auch toggle. Retract Gubei. So, und hier machen wir auch die Tür wieder zu. Close Bay Door. Und PVCS2AYF. Das kann man bestimmt auch. One packs to elf? Ne, das macht auch keinen Sinn. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurvenauten. So, Retract Secondary Base. Rakete wieder im Raketenmodus. So, zick, zick, zick. Hat man davon, wenn man sich die billigen Körbe kauft. Scheint so. Irgendwas ist da ein bisschen buggy. Was hier passiert? To Boldly Go hat nochmal Moons Canyons abgeworfen. Das ist schön, das bringt nebenbei immer noch ganz gut Geld rein, muss ich sagen. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir die Raumstation gleich erwischen. Apropos, die Raumstation gleich erwischen. Haben wir vielleicht Glück? Haben wir natürlich nicht. Okay. Dann müssen wir tatsächlich einmal reinbremsen. Abweichung hält sich in Grenzen. So, da ist die. Das heißt, wir müssen ein bisschen bremsen natürlich, aber... Schauen wir mal. Erstmal sind wir wieder zu Hause, das ist doch schon mal schön. Direkt über dem KSC, guck mal, da ist die kleine Insel. Hier müsste irgendwo das KSC sein. So, und dann werden wir jetzt gleich einmal bremsen. Mal gucken, wie viel wir bremsen müssen. Wie viel Sprit haben wir noch? 1237 reicht locker. So, dann gucken wir mal, dass wir die ganze Geschichte für den nächsten Orbit zu uns ranbringen. Also er muss irgendwie so ein Drittel Orbit aufholen. Ich gehe jetzt mal bis auf diese Umlaufbahn hoch. Ich glaube, das ist sogar noch zu viel. Aber dann lasse ich ihn erstmal den Marker passieren und wir gucken, was noch übrig ist. So. Ne, hat noch nicht aufgeholt. Okay. Dann müssen wir einmal noch ein bisschen beschleunigen tatsächlich sogar. Und dann erst... Er muss noch ein bisschen ran. Aber nicht viel. Ja. ...5 Kilometer. Völlig okay. Jutti, dann machen wir das. Und dann werden wir hier noch ein weiteres Manöver machen, um einmal die restliche Inklination noch auszugleichen. Draußen kostet das nicht viel. Dann hätte ich gesagt, warp to next Manöver. Drehen wir noch eine Ehrenrunde. Aber noch mehr als genug Supplies. Und dann bringen wir unsere Erkenntnisse den Kollegen auf der Raumstation vorbei, damit die da noch ein bisschen tiefer drin rumgraben können. So. Guck mal, wie viel Sprit wir noch haben. Das wird easy peasy, glaube ich. Zack. Wie viel hat er sich dadurch verschoben? Wahrscheinlich nicht so viel. Ein bisschen, ne? Ah, 7,5. Das ist okay. Sagen wir, warten da mal hin.
Und dann gehen wir da nämlich nochmal retrograd, weil unser Auseinanderliegen hier scheint daran zu liegen, dass unser Orbit noch ein bisschen höher ist als seiner. Dann können wir das vielleicht noch über retrograd gehen, ein bisschen eingrenzen. Ja, sieht gut aus, aber wird nicht mehr so viel besser. 7,9 bleiben wir dabei, dann geht's hier hin. Und dann schnappen wir sie uns. Eine Landung auf dem KSC, ich glaube nicht, halte ich auch nicht für erstrebenswert, dann geht nur wieder irgendwas kaputt. Ich denke, wir werden einen sauberen Wiedereintritt, den kriegen wir auf jeden Fall hin. Da machen wir gar keine Sorgen drum. Oh, da kommt er schon. Ah, shitty. Viel zu spät, viel zu spät. Viel zu spät gebremst. Ganz gefangen. Muss ich ein bisschen was nachkorrigieren dann noch, aber also die 6,5 Kilometer werden wir nicht ganz halten. Aber ich denke mal so bei 7, 7,5 werden wir sie haben. Ist gleich okay. Gut, dann fliegen wir zur Raumstation. Ich denke, 500 Meter sind völlig in Ordnung. Für den Anfang. So, da machen wir dann noch eine Bremsung und dann kommt die echte Annäherung. Prozessierst du Science an der Station? Das hast du sehr schön gesagt. Genau, ich bringe die Experimente zur Station. Dort läuft nämlich ein Labor im Orbit, in dem ich die Datenpunkte umwandle in mehr Science, weil es eben mehr Wissenschaftspunkte gibt, als sie direkt einzulösen. Und ich funke immer so ein paar Sachen auch direkt rüber, weil es auch gut ist, finde ich, immer ein bisschen Science direkt reinzubekommen. Ich finde es aber auch nicht schlimm, bisschen zu warten und dadurch dann viel, viel mehr Wissenschaftspunkte zu bekommen. Das mit dem Docking hat geklappt, ja. Und 3, 2, 1, Zündung. Upp. So, jetzt müssen wir... Ach, ich mache wieder... Den lockt und mit Ausrufezeichen Docking kriegt ihr die passende Musik gelinkt und ich werde mich mit der Musik in meinem Kopf dahin bewegen. Ihr könnt natürlich die richtige Musik hören. So. Rübersehen geht das. Es gibt, glaube ich, ein Add-on, mit dem du diese Science-Daten übertragen kannst, aber im Stock-Game und mit den Mods, die ich benutze, musst du die Sachen abliefern. Ich glaube, es gibt irgend so ein Transmittable Science, irgend so ein Schnickschnack, wo du das übertragen kannst. Ich glaube, wir stehen noch ganz gut da, was das Monoprop-Land angeht. Ich muss jetzt nochmal gucken, das sieht wie die abgewandte Seite aus. Das ist also ganz gut, wir müssen eh um die Raumstation rum. Das heißt, ich kann mich schon mal drehen. Das mache ich dann mit dem Haupttriebwerk. Damit ich nicht ganz so viel Monopropellant verbrauche. So. Jetzt fliegen wir einmal dran vorbei. Hier, die, die es noch nicht kennen, unsere erste noch relativ experimentelle Raumstation.
Aber funktioniert schon ganz gut. Da unten ist unser Docking Port auf der Cupola. Wir haben, wie gesagt, mittlerweile ein Modul dran, was uns Strom generiert im größeren Umfang und auch speichert. So, und jetzt können wir mal gucken, dass wir unsere Raumstation andocken sauber. So. Ross, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kyronauten. So, ich gebe ihm jetzt so ein bisschen Grund, sich zu bewegen. Wir haben noch 16 Einheiten Monoprop. Das sieht auch sehr gut aus. Genau, Neo geht erstmal rüber und erschreckt alle mit seinem Unsichtbarkeitsanzug. Wenn wir unten sind, werden wir Neo erstmal wieder seinen korrekten Anzug zuweisen. Ich glaube, der hat ein bisschen Höhenluft geschnuppert, der gute Mann. So, control from here. Set as target. Ich denke, wir sind safe, wenn wir sagen. Ganz so schnell sinken müssen wir nicht mehr. Und ganz so schnell annähern auch nicht. Bin nicht ganz sauber dran, aber naja, irgendwas ist ja immer, ne? Aber good enough, wie es ausschaut. Okay, angedockt, Freunde, angedockt. Dann können wir jetzt unsere Daten rüberbringen. Hier drüben wird nämlich schon fleißig geforscht. Was habt ihr denn so zusammenbekommen? 10 Science in den letzten Tagen. Aber wir haben auch nur 154 Data bisher. Ich würde sagen, das sollte jetzt mal ein Wissenschaftler abholen. Geht jetzt mal der Eufo rüber und wird seiner Arbeit nachkommen und die ganzen guten Sachen holen, die es in dem Raumschiff gibt. So. Einmal Take Data. Das ist alles, was wir so mitgebracht haben. Und das bringen wir jetzt direkt ins Labor. Wir werden das dort prozessieren. Zack. So, dann können wir nämlich mal gucken. Mystery Goo mit rein, Surface Sample kommt mit rein. Der Moonstone ist auch noch nicht im Labor gelandet. Noch eine Mystery Goo Observation. Ein Atmospheric Pressure Scan. Temperature Scan, EVA Report, noch ein EVA Report. Noch eine Material Study. Ich glaube, da kommen wir jetzt langsam, ja, 440 Data. Da passiert langsam ein bisschen was. Jetzt schon 6,5 Science Punkte pro Tag. Ich übertrage mal, was wir haben soweit. Dann hätte ich gesagt, bleiben wir noch einen kurzen Moment hier und alle kriegen eine kurze Verschnaufspause. Verschnaufspause ist auch kein gutes Deutsch. Eine kurze Verschnaufpause, so, indem wir sagen Warp hier. Und dann werden wir abdocken und uns nach Hause begeben und mit unserer Rakete den Wiedereintritt starten. Verschnaufspause, was ist denn los mit mir? Eieiei, Freunde, hört mir bloß nicht zu. Wenn das euer Deutschunterricht mitbekommt, müsst ihr euch sehr, sehr stark verantworten.
Wie viel Strom verbraucht so ein Lab, wenn es arbeitet pro Stunde? Müsste ich nachgucken. Ich glaube, es sind 1, irgendwas pro Sekunde, aber das kann man unten im Vehicle Assembly ganz gut sehen. Wenn du mit Rechtsklick auf das Labor klickst, können wir mal nachgucken. iMac. Pipsco. Ich sage einfach iMac, okay. Herzlich willkommen bei den Kubernauten. Und wenn du einen anderen Namen hast, mit dem man nicht ansprechen kann, sag Bescheid. So. Zack. Dann gehen wir hier. Ich bin jetzt wieder weg von dem Ganzen. Mäckchen, hau rein. Schönen Abend wünsche ich dir. Ich die dann. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen rüber. Das wird sonst gefährlich. Gefährlich im Sinne von durch irgendwas durchfliegen. Gut, dann würde ich sagen, können wir die Rakete, während sie driftet, schon mal auf ihre Landung vorbereiten. Zack. Also Bremsfallschirm. Auf 10 Kilometer raus. Auf 7 Kilometer Full Deploy. Der Hauptschirm. Spielt bitte den alten Klassiker. 5,5. Ach, kann man auch 1000 machen. 6000 machen. Und 1000. Scharf. Ja, 6000 und 1000. La 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 la. So, jetzt müssten alle Fallschirme scharf sein eigentlich. Damit ist das Schlimmste schon mal durch. Ich glaube, Ausrufezeichen Quote nimmt einfach aus dem Pool immer, also zumindest laut meiner Dokumentation, die offensichtlich funktioniert. Wenn du nichts dahinter schreibst, ist es, glaube ich, immer ein Random Quote. Und ich glaube, wenn du 1 dahinter schreibst, zum Beispiel, würdest du das erste Quote, also Ausrufezeichen Quote, Leerzeichen 1 oder Hashtag 1, das weiß ich nicht. Aber ansonsten, wenn du nichts dahinter schreibst, ist es immer ein Random. So verstehe ich das zumindest. So, dann lasst uns mal bremsen, ne? Fallschirme waren scharf, jawohl, bla bla bla, alle sind glücklich, alle sind sowas von glücklich. Essen haben wir auch noch für 20 Tage. Eigentlich eine Verschwendung. Naja, und los. Wir sammeln nicht in die Station, oder? Sowas kann man übrigens auch vorher nachgucken. Ich empfehle das sogar vorher zu tun. Aber naja, irgendwas. So. Ich glaube, so ist es okay. Mit dem Weiterdrehen. Unseres geliebten Planeten. Werden wir, denke ich, ganz gut in der Nähe des KSCs einen Splashdown machen. Was völlig in Ordnung ist. So, stopp. Halten wir kurz an. Haben wir noch irgendwas Wichtiges dran? Eigentlich nicht. Bisschen Treibstoff ist noch drin, aber nichts, was irgendjemand brauchen würde. Dann würde ich mal sagen, decoupeln wir das. Gehen fröhlich retrograd. Und hoffen das Beste. Indem wir uns noch ein bisschen, warte mal, so wegdrücken. So. Zack. Surface retrograd los. Okay, Freunde, Re-Entry läuft.
Wenn wir das jetzt noch schaffen, haben wir den Turi auch noch. Dann würde ich sagen, durchschlagender Erfolg. Also bis auf, dass wir im ersten Durchgang die Turis gekillt, unser Launchpad kaputt und die Rakete nochmal neu gebaut haben. Tja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber eigentlich müsste das ganz gut klappen. Wir hatten diese Kapsel ja tatsächlich sogar mal getestet. Ich weiß gar nicht, was da in mich gefahren ist. So, Re-Entry Heat, go! Hallo. Guten Tag. Dinge, die fürchterlich heiß werden. Unser Raumschiff. So, Habitation brauchen wir jetzt nicht mehr. Ab 65 Kilometer Höhe übernimmt die Planetenhabitation, weil sie sich schon so freuen, wieder nach Hause zu kommen. Weil sie sind ja wieder in der Atmosphäre. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass der ganze Hobel gut genug bremst. Ich glaube, wir kommen sogar zu kurz. Ich glaube, das wird keine Wasserung mehr werden. Hoffentlich nicht die Berge. Hoffentlich sowas von nicht die Berge. Das wäre echt unangenehm. Berge ist immer nicht gut. Stone, vielen lieben Dank fürs Follow. Nee, fürs Hosting. Meine Güte. Same. Other. Hosten halt. Ah, ich muss vielleicht unterschiedliche Geräusche dafür einbauen. Vielleicht. Oh, ein Kinsey Helles, das wäre eine schöne Sache gewesen, glaube ich, von der Idee. Das ist auf jeden Fall dieses, als dieses Olle Flens. Alter, bremst mal ein bisschen mehr. Dann geh wenigstens vor den Bergen runter, please. Aber nicht in die Berge rein. Sieht ganz gut aus, dass wir vorher langsam werden, langsam genug, dass wir irgendwie in den Voralpen landen und nicht... Oh, die Kiste sieht richtig verschmögelt aus, ne? War schon mal schöner. Warm geworden? Wahrscheinlich warm geworden. Bitte nicht in die Berge, aber das... Ich glaube, es passt. Ich glaube, es passt, dass wir nicht in die Berge reinfallen. So, Bremsfallschirm ist raus. Andere Fallschirme sind auch safe. Der zieht uns jetzt auch noch mal ein bisschen lang. Es ist wirklich knapp, dass wir noch vorne auf die Wiese fallen. Aber viel hat nicht gefehlt, um in den Bergen runterzukommen. Eieieiei, Freunde. So, da ist der ganze Rest. Ist alles deployed, ja. Alles draußen. Vielleicht habe ich die Berge bombardiert. Mit meinem Dreck. Das ist auch nicht ganz ebener Boden, um es mal nett zu formulieren, ne? Eieieiei. Na, gucken wir mal. Nicht. Nein! Oh, das gibt's nicht. Wir waren doch unter 7 Meter. Ah, oh, der Typ ist tot, den wir recovern sollten. Ah, das ist doch nicht wahr.
Das Spiel ist Kerbal Space Program. Jetzt muss ich mal gucken, was die Impact Tolerance von diesen Kapseln ist. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Eigentlich war die doch 7 Meter pro Sekunde. Warum ist das explodiert? Das hätte nicht explodieren sollen. So. Was hat die Kapsel für eine Impact Tolerance? Also offensichtlich ja nicht 7 Meter pro Sekunde. Hm. 6 Meter pro Sekunde, okay, wir müssen echt Beine oder irgend sowas ranbauen. Das Problem ist, ich krieg die kaum so langsam, außer mit riesig viel Fallschirm. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Gut, dann bringen wir Mekkis dann jetzt erstmal anders ins Spiel rein. Zack, zack. Und davon nur ein Level 0. Higher. Oh nein, armer Richstred. Einfach gestorben. So. Ich brauche größere Fallschirme einfach. Das kann man alles einsacken. Was sagt denn Mission Control? Wir haben noch die Orbitalstation Around Minmus. Science Data from... Oh, Explore Duna. Flyby an Duna. Fühlen wir uns schon soweit? Wir könnten das tatsächlich machen. Wir haben nicht mehr so lange bis zu einem Fenster, ne? Wenn wir jetzt anfangen, Sachen zu sammeln und uns wirklich, wirklich fokussieren... wir haben noch 136 Tage Zeit. An Minmus können wir schon Tankstelle bauen? Tankstelle wird problematisch, ne? Wir sind noch nicht so weit. Wir können schon so ein Triebwerk lernen. Ich weiß noch nicht, ob wir so weit sind, dass ich einen Duna-Vertrag annehmen sollte. Die Frage, die ich gerade so ein bisschen für mich habe, ist, ich kann noch nichts abbauen, ne? Was ich mir halt gerade frage, ist, kriege ich jetzt die Technologie schon zusammen, ohne ein Upgrade von R&D zu machen? Hier kommen die Scanner. Ich glaube nämlich, ich kann noch nicht wirklich Ressourcen abbauen, ne? Ich glaube, ich kann das noch nicht. Wie lange streame ich noch? Ich mache am Sonntag immer bis 22 Uhr circa. Lasst uns das annehmen. Ich glaube, wir gehen im ersten Vorbeiflug dann vielleicht einfach tatsächlich unbekörbelt, wenn wir noch nicht so weit sind. So, und wir machen jetzt auf Minmus weiter, indem wir dort alles für eine Basis vorbereiten. Haben wir eventuell... Ich brauche eine bessere... Wir brauchen Kohle. Ich brauche einfach Kohle. Oversight, Oversight, nobody cares. Okay, wir machen als erstes mal eine Touristentour. Ich muss das mit dem Container testen. Jupp, vier Touristen. So, wir müssen ein bisschen anders das Raumschiff bauen tatsächlich. Damit das funktioniert. Ich glaube, wir nehmen aber als Grundlage die Rakete, die wir gerade hatten. Ich überlege gerade, ob wir... Mit den systeminneren Planeten... Ja, die kommen halt erst später. Also ich brauche einen Auftrag dafür. Ich muss Geld verdienen, sonst funktioniert das hier in der Karriere halt nicht. Prinzipiell habe ich kein Problem damit, auch mal nach Eve zu fliegen.
Aber dafür brauche ich erst einen Auftrag. Der kommt erst nach Duna scheinbar. So, die Multi-Moon-Mission können wir ein bisschen runterspecken jetzt. Die war natürlich richtig hart overdone. Multi-Moon-Mission, die nennen wir mal Tourist-Mission. So. Da können wir auch gleichzeitig ein bisschen Kerbals ausbilden. Bla bla bla. Jetzt müssen wir hier. Also, das ist schon mal alles total nett, aber völlig drüber. Zack. Wir könnten gucken, dass wir das kombinieren mit noch einem weiteren Fallschirm. Zack. Damit müsste es eigentlich reichen, dass hier auch kein Mensch für die Touris. Das hier ist auch völlig übertrieben. Völlig übertrieben. So. Deinem Handy kannst du meinen Kanal nicht finden. Ja, das weiß ich nicht, woran das dann liegen mag. Das kann ich dir leider nicht beantworten. So, das macht es ja schon mal deutlich kleiner hier, die ganze Geschichte. So, und was ich überlege, ist, ob wir nicht tatsächlich für so Terrainlandungen einfach sagen, na gut, dann nehmen wir halt Beine mit, um die Kapsel abzudämpfen. Weil ja, die wiegen ein bisschen was, aber es ist halt kein Weltuntergang. Ich kann nicht dauernd Touris umbringen. Und auch keine Kerbals. Das ist echt bitter, wenn das dauernd passiert. Es sind halt finanzielle und Reputationsrückschläge, die einfach nicht sein müssen. So, wir fliegen jetzt nur in den Orbit. Ein bisschen Kohle verdienen mit den Touris. Wir bekommen 60.000 für den Vertrag. Jetzt schauen wir mal. Wie viel wir dafür dann wirklich ausgeben wollen. Bis hierhin schon mal okay. Dann die Körbler. Gucken, hätte ich vielleicht noch dran lassen können. Zack. Dann Tank. Zack. Zack. Eigentlich jetzt schon zu viel. Eigentlich ist es jetzt schon zu viel. Ach, als ob ich Landebeine asymmetrisch anbaue. Wo kommen wir denn da hin? Völlig. Brauchen wir ja auch nicht so ein teures Triebwerk. Apropos, also teuer ist halt auch wieder die Frage. Der hier kostet 390, der hier kostet 850, aber ganz ehrlich, wir wollen ein bisschen im Orbit rumcruisen und nicht den Mond erforschen oder so. Das reicht völlig aus. So. Das können wir auch, obwohl, das können wir dran lassen, einfach aus Hygienegründen. So. Gut, dann haben wir hier in der Upper Stage schon mal. Das sage ich auch schon zu viel, ehrlich jetzt. Ich speck das jetzt mal alles ein bisschen runter. Wir wollen jetzt wirklich nicht irgendwie nach Duna fliegen mit der Mission.
So, und dann vielleicht reicht ein Mainsail, weil das wäre nochmal so. Ein Skipper meine ich. Das wäre nochmal ein richtiges Geschenk. Wenn es nur ein Skipper wäre. Nicht ganz. So, Skipper kostet 5000, Mainsail kostet 13000, Booster kostet. Zwei Booster sind wir bei 1,7. Ja, wir nehmen die zwei Booster-Variante. Irgendwas passiert. Reinicke, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. Wir nehmen die zwei Booster-Variante. Es ist einfach billiger, die Touris auf die Art und Weise hochzuschießen. Zack, Vakuum. Sind wir bei mehr als genug Trust. Trust. Mehr als genug Delta V. Packen wir einfach zwei Thumper ran und dann ist gut. So. 37k kostet uns der Spaß jetzt gerade. Ich überlege gerade. Kann man das kombinieren? Da kommt mir nicht genug Kohle bei rum. Ich will das nur einmal machen. Das waren jetzt drei, oder? Huch. Wir haben jetzt drei Touris. Vier Touris für den Low Carbon Orbit, okay. Das heißt, ich hätte Flyby auf dem Moon mit zwei Touris. Okay, cool. Das kombinieren wir. Das kombinieren wir. Wir geben dem ein bisschen mehr Sprit mit. Wir kombinieren Vögel hier miteinander, passt auf. Machen einfach nur hier einen größeren Tank ran. So wie es eben war. Dann müsste das mit den Boostern nämlich ausreichen, trotzdem noch. Gucken wir gleich. So, Booster und Dings zusammen. Macht 1,42. 1,22 beim Start. Jo, good enough. Zack. Dann werfen wir die ab. 101. Ich glaube, ich nehme die großen Booster mit. Das sollte das Thema dann erledigen. Die kosten nicht so viel mehr, dass sich das nicht lohnen würde. Haben viel mehr Schub, brennen viel länger. Bringen uns dementsprechend auch ein bisschen weiter. So. Hust, hust. So. So, 1,47. Sehr gut. Dann trennen wir die ab. Dann haben wir schon ein bisschen mehr. Ich glaube, wir können die Dinger sogar noch ein bisschen näher. Die lassen wir einfach dann. Ich regel das Triebwerk runter, das passt schon. So, dann kommt der Part hier. Das Ding hat auf Vakuum 074, das ist völlig okay. Und das Ding hier hat auf Vakuum 0047, aber das ist auch okay, weil wir damit nur noch zum Moon und zurück rumdödeln. Das müsste eigentlich passen. Das müsste eigentlich passen. Magix, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. So, das wird jetzt entweder ein sehr teurer Fehlschlag,
oder so, wer sind meine besten Piloten? Wir geben das mal Wöller in die Hände. Der kann mal zeigen, dass er das hinbekommt. So, und dann müssen wir alle Touristen mitnehmen. Die werden mir so den Strom von den Haaren fressen, die ganzen Leute. So, wir haben das, wir haben RCS. Eigentlich brauchen wir gar kein RCS, ehrlich gesagt. Das können wir auch nochmal wegoptimieren. Zack. Monopropland raus. Alles, was ich will ja nicht docken oder so. Niemand hat die Absicht, docken zu gehen. Genau. Die Absicht wäre tatsächlich, den Flyby zu machen mit einem relativ guten Free Return, um dann effizient zurückzukommen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht, eine Funkverbindung. Wir optimieren jetzt mal alles raus, was hier einfach nicht dran sein muss. Inflatable, Inline Inflatable Float, das nehme ich sicherheitshalber mit. Das ist mir echt zu gefährlich. Ohne. So, und dann hoffen wir das Beste, würde ich sagen. Autostrut the thing. Autostrut root part. Das könnte jetzt richtig gut werden. Wir zahlen 45.000. Wir haben einen Auftrag für knappe 200.000. Wir kriegen ein bisschen Kohle hoffentlich durch. Massive Scale Launches. Und wir kriegen den, glaube ich, heute im Stream sogar noch durchgerissen. Auftragstechnisch. Müsste funktionieren. Auf der theoretischen Ebene sieht es gut aus. Wir haben kein Essen mit, wir haben ein bisschen Habitation mit, aber am Ende nobody cares. Ja, wird klappen müssen. Wird klappen müssen. Los geht's. Finanziell auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und es geht schnell. Es geht schnell vorbei. So. Bin sehr gespannt. Das am Anfang erklärt, es ist tatsächlich sehr komplex und nee, die Tutorials sind tatsächlich eher schlecht, aber du kannst mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken. Du findest mich als Wintermancer bei YouTube. Da gibt es ziemlich viel deutschsprachige Tutorials und ich sage jetzt einfach mal, die sind ganz gut. Ich muss das sagen, weil das meine sind, also von daher, aber die sind ganz gut. So, und apropos ganz gut, ich fliege da mal los, ne? Wie viel Trust Rate hatten wir? 147. Jupp. Sieht gut aus. Los geht's. So, Wöller. Lass mich jetzt bloß nicht hängen, ey. Genau, und unbedingt meiner Meinung nach anfangen mit einem Karriere- oder einem Science-Modus, weil dann schaltest du die Teile erst nach und nach frei. Ich finde auch, das hilft nochmal enorm, nicht sofort gespammt zu werden mit tausend Dingen, die es so gibt. Das macht es halt nicht leichter. Das macht es halt einfach nicht leichter. Ich fahre jetzt mal. Die Booster lassen natürlich laufen. Ich fahre jetzt mal das Triebwerk ein bisschen zurück. Antrag 23 Monate vorher. Jetzt wird ja auch bald das Zweijährige fällig. Sehr schön. Vielen Dank. So. NWO, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen auch an dich. Illigamer, nein, ich streame nicht mehr auf YouTube. Ich habe früher mal auf YouTube gestreamt, bin dann irgendwann zu Twitch gewechselt. Und ich streame. Also Livestreams mache ich nur auf Twitch.
Ich lade die aber mit einiger Verzögerung dann auch bei YouTube hoch, dass man sich die Serie weiter angucken kann. Aber Livestreams mache ich auf YouTube gar nicht mehr. Wunderbar, vielen lieben Dank fürs Follow und auch an dich ganz herzlich willkommen. So, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, dann machen wir dazwischen. Ich will einmal kurz das Fairing abwerfen, bevor wir die nächste Stage zünden. Juti, wir sind ganz gut mit dabei. Da hinten ist auch direkt der Moon. Aber wir müssen vorher noch ein bisschen im Kerbin Orbit unterwegs sein. Ein paar Stunden, ich glaube 4 Stunden wollen die oft. Gehen wir jetzt erstmal hin. Die wollen 75 Kilometer eine Stunde. Na gut, das ist ja nicht ganz so schlimm. So, ich mache die Kiste hier schon mal fertig. Für einen Orbitalflug. Wird KSP-2 dieses Projekt ablösen? KSP-2 wird irgendwas tun. Also ich werde es auf jeden Fall spielen, aber ob es dann das hier ablöst oder ob ich das als parallele Serie mit reinbringe. Es ist noch ein halbes Jahr hin, deshalb kann ich dazu noch nicht viel sagen. Das wird natürlich auch ein bisschen darauf ankommen, wie KSP-2 dann so ist. Deshalb, ich kann es hier noch nicht beantworten. Maybe, maybe not. Maybe ich spiele das hier weiter und wir machen noch einen zweiten Slot auf, auf dem ich dann KSP-2 spiele. Auf jeden Fall werde ich, wenn KSP-2 rauskommt, erstmal KSP-2 spielen. Aus obvious reasons. Aber das heißt nicht, dass implizit deswegen sofort Colonization platt gemacht wird. Muss man sich einfach mal angucken, was das Spiel ersetzen kann und was nicht. Es wird am Anfang wahrscheinlich nicht 1000 Mods gleich geben. Und es ist ja noch unklar, was alles am Start mit dabei sein wird. So. Lass mich jetzt mal ganz langsam an meine Apoapsis rantragen, während ich meinen Orbit vervollständige. So, Habitation können wir anmachen, weil wir haben kein Essen mit dabei, aber wir können ja wenigstens ja, nicht so viel. Ich merke gerade, wir haben nicht so viel Stromreserven, ne? Müssen wir gleich mal gucken, wie viel uns die Habitation da vom Kopf frisst. Electric Charge könnte ein Problem werden. Müssen wir mal schauen. So. Orbit Injection sieht ganz gut aus. Wir können auf der Stage wahrscheinlich sogar noch direkt zum Moon weiterfliegen. So, 40.000 schon mal zurück. Das sieht gut aus. Damit ist der Launcher schon mal bezahlt quasi. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich nicht einen Haufen Touristen umbringe. Ja, im Prinzip heißt es abwarten jetzt, ne? Ich muss mal gucken, was die Habitation so sagt. Ah, die Habitation sagt, das wird ganz schön knapp. Okay. Okay, ich guck mal ohne die Habitation. Aber im Prinzip ist es egal. Jens, dem muss ich mal widersprechen. Also gerne auch mal mein YouTube-Video dazu angucken. Ich habe ja ein Interview mit Nate Simpson gemacht, dem Creative Director.
Der Einstieg in Kerbal Space Program soll vereinfacht werden und da stehe ich absolut dahinter. Es soll viel bessere Tutorials geben, die den Spielern das beibringen. Das Spiel selber wird nicht vereinfacht, um das nochmal klar und ganz deutlich zu wiederholen. Das war ihm auch ein sehr wichtiges Statement in dem Interview. Das Spiel selber bleibt auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem es ist. Es wird wahrscheinlich eher komplexer und schwieriger dadurch, dass es eben interstellares Reisen gibt. Aber es wird eine bessere Ranführung an das Spiel, an neue Spieler geben. Und das braucht dieses Spiel unbedingt. Das war eins der großen Probleme in KSP 1, dass ganz viele Spieler, die eigentlich, glaube ich, ganz viel Spaß an diesem Spiel haben könnten, einfach bouncen an der Spielerfahrung, weil es so unglaublich schwer ist am Anfang. Und das unterstütze ich total, weil das ist das, was ich mit meinen Tutorials auch tue. Ich versuche Leute an dieses Spiel heranzuführen, um ihnen Schritt für Schritt zu erklären, hey, es ist nicht so schlimm, es kann unglaublich viel Spaß machen und du musst kein Luft- und Raumfahrttechnikstudium ablegen, um das spielen zu können. Und das fehlt KSP1. Deshalb da nochmal relativieren, nein, es soll explizit nicht einfacher werden. Und wer immer irgendwie in irgendwelchen Interviews das behauptet, gibt einfach das, was gesagt wurde, auch schlicht und ergreifend stumpf falsch wieder. Ich habe das Interview da, das Wording ist ein sehr, sehr anderes. Das Wording ist, den Einstieg für neue Spieler zu erleichtern, ja, mit besseren Tutorials. Aber die Kernherausforderung KSP, nämlich, dass du gegen echte Physik anzukämpfen hast, die dir das eben schwer macht, irgendwo hinzukommen, die wird sich nicht ändern. Das ist als untouchable definiert. Also da haben sie auch ganz klar gesagt, das steht nicht mal ansatzweise zur Debatte. Also sorry für kurz leidenschaftlich sein, aber das ist mir relativ wichtig, dass da nicht eine falsche Nachricht rüberkommt, weil einfach das Spiel soll nicht einfacher werden und das ist auch nicht vorgesehen. Da kann immer noch viel anderes schief gehen auf dem Entwicklungsweg. Deshalb, ich habe es am Anfang dieses Streams auch gesagt, ich glaube, wichtig ist, ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen sich auf dieses Spiel freuen und diese Informationen aufnehmen und auch Feedback geben, wenn da Ideen hochkommen, wo man sagt, so, ich bin skeptisch, aber sich selber nicht so weit hochzuhalten, dass dieses Spiel diese Erwartungshaltung gar nicht mehr erfüllen kann, sondern halt einfach zu sagen, so, hey, komm, es ist ein Computerspiel, das wird Bugs haben, das wird sich entwickeln müssen. Es wird hoffentlich das widerspiegeln, was wir von KSP1 kennen. Und wenn es cool läuft, ein paar nette Erweiterungen haben. Und es wird in manchen Bereichen bestimmt auch anders sein. Was das sein wird, erfahren wir hoffentlich noch. Aber allein schon so Dinge wie Multiplayer zu bringen und so weiter, sind, glaube ich, tolle Sachen. Auf jeden Fall sehr tolle Sachen. So, ich daddel hier gerade mal die Stunde im Orbit runter, damit die Jungs und Mädels erstmal glücklich sind. So, ich hoffe, dass ohne Habitation scheint es besser auszusehen mit dem Strom. So, wir brauchen noch eine Viertelstunde im Orbit. Atlan, hau rein. Schlaf gut. So. 10 Minuten noch. Ja, ich glaube, so passt das auch mit dem Dings. Wir brauchen die Habitation nicht zwingend. So, die vier sind schon mal zufrieden. Jetzt müssen wir zum Moon. Und ich glaube, wir sind gerade an einer echt guten Stelle unterwegs. Ich gebe uns mal ein paar Sekunden mehr noch. Zusch. Ich muss eh dran vorbei. Zack. Set das Target. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter mit dem Manöver, um für Return fliegen zu können. Ne? Der Free Return. Jetzt müssen wir hier hinten nur noch gucken, dass der Free Return auf unter 100 Kilometer kommt. Also der ist nicht ganz free dann. Aber wir müssen unter 100 Kilometer gehen, damit unsere Tugis zufrieden sind. Sehr schön, so ist es okay. Und dann haben wir nur noch ganz minimal nachzukorrigieren, um wieder zurückzukommen, weil hier irgendwo stand es.
Wir wollen unter 100 Kilometer am Moon vorbeifliegen. Das sollten wir ihnen natürlich bieten, wenn wir sie schon zum Mond fliegen. So, alles vorbereitet. In 8 Sekunden beginnt der Burn. Und los geht's. Boop, boop. Werden wir von dem Triebwerk auch immer noch ein bisschen was übrig haben. So, und dann korrigieren wir einmal gleich kurz nach, je nachdem, wie gut wir das Manöver treffen. Dass wir auf jeden Fall den Flyby unter 100 Kilometer Höhe machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann bringen wir die Vögel noch heil wieder zurück und landen sie hoffentlich in einem Stück. Das wäre recht wünschenswert, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. 255. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das mit Bremsen oder mit Beschleunigen besser wird. Eins von beiden wird sein. So wird es besser. Schön. Und unter 100. Sehr gut. Fertig. Jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz durch die Dunkelphase durch und lassen sie laufen. Und dann schalten wir ihnen die Habitation dazu. Dann sind sie zumindest ein bisschen glücklich. Wir machen, was weiß ich, Unterhaltungssysteme oder sowas für sie an. Fenster hochklappen. Weil wir werden dann sehr viel Zeit im Sonnenlicht verbringen. Da können wir uns das dann auch leisten, ihnen hier das volle Entertainment-Programm zu geben. Müssen nur darauf achten, wenn wir irgendwie in eine Dunkelphase reingehen, die länger dauert. Dass wir uns dann vorbereiten. Wie gesagt, wir haben 14 Tage Zeit, bevor die verhungert sind. Wir haben jetzt kein Essen mit dabei. Das Schlimmste oder Gefährlichste ist eigentlich wirklich die sehr, sehr niedrige Batteriekapazität, die wir haben. Guck mal, wir werden am 3., also in 3 Tagen zurück sein. Und hier seht ihr diese wunderschöne Kurve, die wir eigentlich fliegen, also diese 8 einmal oder den Kreis. Den Slingshot um den Moon, der uns mit seiner Gravitation quasi zurück nach Kerbin schleudert. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann hoffen wir, dass wir die Touris gut gelandet bekommen und damit dem Raumfahrt-Tourismusministerium von Kerbin beweisen, dass wir würdig sind, noch viel besser bezahlte Touristenverträge zu bekommen, nachdem wir ein paar Touristen eventuell nicht so gut behandelt haben. Kommt, das genießen wir mal. Hey, guckt euch an, liebe Touris. Ach so, liebe Touris, wartet. Wir werden euch natürlich ideale Sichtbedingungen geben. Siep. Und euer Fenster eins zumindest in Richtung Mond drehen. So, dann könnt ihr da hinten rausgucken. Aus dem Fenster und aus dem Fenster. Alle dürfen auf den Mond gucken. Sogar die, die nur einen Orbitflug um Kerbin geplant haben oder bezahlt haben, kriegen hier gratis noch einen Moonflyby dazu. Ich finde, das ist echt okay für uns. Ich finde, damit können wir uns sehen lassen. So, ihr solltet jetzt auch hoffentlich zufrieden sein, ihr Vögel. Ja, ihr wollt auch nur noch nach Hause. Das ist gut. Alle sind glücklich. Das macht mich auch glücklich. So, hier ist jetzt gerade ein bisschen finster. Strom alle. Und Strom wieder da. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Hast du Frame Drops? Ich habe heute tatsächlich ab und zu Frame Drops, ja. Ich habe heute ab und zu mal Frame Drops. Aber ganz, ganz wenig nur.
ganz, ganz, ganz wenig. So 2%. Also es piekt dann natürlich irgendwo mal wieder rein. Aber die Leitung ist nicht ganz sauber. Das Spiel scheint an sich stabil... Ah, nee, hier war auch ein kleines Mikroleck gerade. Scheint an sich stabil zu laufen. Größtenteils. So, und jetzt können wir Retrograd gehen, ein bisschen bremsen und gucken, dass wir unseren Orbit direkt schon mal vorbereiten auf Wiedereintritt. Oder zumindest nah ran. Aber wir haben völlig ausreichend Sprit mit dabei, dass wir uns dann einfach runterbremsen und ihnen einen ganz gemächlichen Wiedereintritt ermöglichen. Dann ging jetzt mal so auf 90 Kilometer. So, wir sind in einem Tag und 4 Stunden wieder da. 12 Tage noch, bis sie verhungern würden. Und wir haben noch 1500, 1600 Delta V, das passt ganz gut. Ja, also alles hin. Wasserlandung wäre tatsächlich anzustreben, wenn wir es uns aussuchen können. Ich würde versuchen, sehr kontrolliert hinter dem KSC, dass wir vom Recovern auch noch möglichst viel Geld zurückbekommen, ins Meer runterzugehen. Deshalb bremse ich mich jetzt auch erstmal auf einen niedrigen Kerbin Orbit runter und gehe dann erst in die Landung über. Aber so sieht es auch ganz gut aus. Das KSC ist noch auf der Tagseite. Noch. Ich glaube, das könnte knapp werden mit noch einem Orbit. Vielleicht machen wir es dann auch lieber auf der Seite. Muss nicht unbedingt ins Dunkle runtergehen. So. Aber jetzt bremsen wir den Hobel vor allen Dingen erstmal. Zack. Sehr schön. Okay. Also jetzt heißt es erstmal ganz viel wegbrennen. Ganz viel bremsen. Genau, ich habe Landebeine mit dabei. Potenziell. Aber dann würde ich auch, glaube ich, eher die Wüste anstreben, weil ich mich da mehr darauf verlassen kann, dass die flach ist. Also von daher. Schauen wir mal. Jetzt wird erstmal gebremst, wie nichts Gutes, damit wir hier nicht irgendwie abhanden kommen. Oder unsere Touris mit 2 Milliarden G töten. So, das ist schon mal leer. Next Stage. Sind wir auf dem kleinen Raumschiff, was eigentlich so wirklich die Upper Stage ist. Das andere war ja noch die Zweitstufe, die einfach, sagen wir mal, recht großzügig gesized war. So. Nutzen wir sie, um ranzubrennen. Ich kann derzeit nämlich schon mal die Fallschirme fertig machen. Zack. Und das nämlich auch schon mal erledigt. Ich bin aber ganz zuversichtlich, jetzt mit dem einen Fallschirm mehr auch noch, dass wir sehr, sehr sanft runterkommen werden diesmal. Aber wir werden sehen. Wenn wir das jetzt natürlich verbocken, wird das richtig teuer. Also mal eben 6 Touris umbringen, wird Spuren hinterlassen. Das wird richtig Spuren hinterlassen. So, ich mache jetzt mal hier kurz einen Ausgleich. Ja, ich mache mal kurz das für mich. So, 80 Kilometer in 4 Minuten. Sehr schön. So, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch der Bremsfallschirm auf 10 Kilometer mit Full Deploy auf 7, damit der uns schon mal ein bisschen bremst. Der ist auch scharf. So. Dann noch mal ein bisschen weiter.
Also jetzt muss ich die Habitation mal tatsächlich ausmachen. Aber ist eh eigentlich allen egal, ne? Außer dem Piloten. Und ich glaube, der Pilot hält relativ lange durch, weil er Veteran ist. Und ich glaube, Piloten halten sowieso ein bisschen länger durch. Meine ich, Piloten und Scouts sind noch mal ein bisschen unempfindlicher gegen Habitation-Einflüsse. Irgendwas war da. Oder zumindest war es früher so. Was ist denn jetzt passiert? Okay, wir haben eh so ein bisschen... Ich bin ein bisschen schief reingekommen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Jetzt sehe ich das erst. Aber ist egal. Dann haben wir viel Wasser, glaube ich, auf dem nächsten Umlauf. Mal sehen. Wir gehen jetzt mal hier so hin. So ist alles gut. So bleibt der Strom uns erhalten. So, dann hätte ich gesagt, wir machen... Wie viel haben wir noch? 732. Würde ich sagen, wir machen hier eine harte Bremsung und lassen uns in dieses große... Das große Wasser fallen. In das große Wasser. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Oh, die Habitation da an. Wir werden nicht nochmal ins Dunkle gehen. Zack. So. Ja, lasst uns ja, noch ein bisschen weiter. Das ist okay. So, und jetzt können wir die Bremsung machen. Lasst uns schön reinbremsen jetzt. So, weil dann können wir einfach sagen, jawohl, wir peilen jetzt einfach hier vorne an. Dann sind wir auf jeden Fall im Wasser. Und dann haben wir einen sehr langen Pfad, bevor wir irgendwo runterkommen. Und das hier sollte auch kein Berg sein. So. Damit kommen wir immer noch relativ gediegen flach rein. Alles wird super. Wir sind sowas von vorbereitet. So. Dann warten wir jetzt noch kurz, dass hier alles fertig ist. Und die Atmosphäre kommt. Und dann schmeißen wir uns in Schale für den Wiedereintritt. Das wäre dann jetzt gleich der Fall. Zack, einmal weg damit. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Also. Dann los geht's, würde ich sagen. Ich hoffe, die Beine brennen nicht durch oder sowas. Das könnte peinlich werden. So, Habitation kann man stoppen. Zack, jetzt sind wir auf 65. Das passt. Surface Retro und los. Keine großen Hitzeerscheinungen. 30 Kilometer Höhe. Ich glaube, es passt. Jetzt kommt noch die große Frage nach der Geschwindigkeit, mit der wir aufschlagen. Aber ich glaube, mit dem zweiten großen Hauptschirm sollte das entspannt werden. GeForce sieht auch insgesamt gut aus. Ich glaube, wir kommen ganz entspannt rein. Ich glaube, wir kommen ganz entspannt rein.
Okay, soweit so safe. Fallschirme, Bremsfallschirme ist auch schon safe. Sieht gut aus. Die restlichen Fallschirme sind jetzt auch safe. Bremsfallschirm geht gleich raus. Da ist er. Bremst auch schon mal weiter runter. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was passiert. 7000 Meter, Full Deploy vom Bremsfallschirm. Restliche Schirme. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir nämlich zu den zwei großen Seitenschirmen noch einen sehr großen Hauptschirm. Ich glaube, dass der viel ausmachen wird. Obwohl das natürlich Schwachsinn ist mit den kleinen Schirmen darunter. Weil die dem eigentlich die Luft wegnehmen. Aber egal. Egal. Ich glaube, das wird in KSP nicht wirklich gut berechnet. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich mache noch bis 22 Uhr voraussichtlich. So, gucken. Also, ich sag mal noch ungefähr 40 Minuten. Schauen wir mal, was uns gleich noch als schöne Mission erwartet. Oder wenn ich das hier verbocke, ob wir dann pleite sind. Aber ich würde, glaube ich, irgendwas Richtung Minmus noch vorbereiten. Also was bauen, dass wir das nächste Mal losfliegen können. Vielleicht auf Basis der Erkenntnisse hier. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wie das jetzt läuft und was wir für Folgeaufträge bekommen. So, Fallschirme sind voll. Und wir sind bei unter 6 Metern pro Sekunde. Das heißt, alles safe. Alles sowas von safe. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass sich die Fallschirme gegenseitig den Drag wegnehmen. Das meinte ich mit dem. Ich glaube, das wird nicht berechnet in KSP. Weil sonst wären diese Fallschirme ein Desaster für diesen Schirm. Illigamer, ich habe es auch beim ersten Mal gelesen. Du brauchst es nicht immer wieder in den Chat spammen. Ich werde so schnell keine weitere Station erstmal bauen und auch Shuttles normalerweise nicht machen, weil es einfach sehr, sehr zeitintensiv ist. Also von daher eher nicht so. Eher nicht so. Manche Dinge macht man halt mal, weil sie witzig sind, aber muss sie dann halt auch nicht wiederholen, weil es nicht spannender wird durch mehrmals machen. So. Einfach, ne, ich fahre die Beine nicht aus. Ich fahre sie nicht aus, ich traue mich nicht. Bitte nicht explodieren. Rettungsring aktiv. Witzig ist, dass wir jetzt nicht mehr absaufen. Das finde ich absolut witzig, weil als ich das Ding nicht dran hatte, sind wir so stumpf abgesoffen. Aber, nope, jetzt ist alles gut. Haufenweise Kohle und wieder Reputation. Schauen wir doch mal, was wir damit anfangen können. Auf jeden Fall haben wir mal ausnahmsweise keine Touris umgebracht. Das ist eine gute Sache. Ja, Weibchen, oder? Das könnte man so nennen, dass ich ein bisschen gehypt bin auf KSP2. Aber wie gesagt, ich versuche das für mich in einem gesunden Rahmen zu halten, damit ich nicht enttäuscht werde. Der Wöller hat sich ein paar neue Ribbons verdient. Ah, 10% Solid Fuel Booster Ribbon. Und Passenger Transport 5, weil er schon 5 Touristen durch die Gegend geflogen hat. So, und jetzt schauen wir mal. Was zum Geil ist das für ein Schwimmreif? Das ist, falls das Ding untergeht. Glaub mir, es gab vor ein paar Folgen einen ganz heftigen Zwischenfall, wo ich beinahe abgesoffen bin. Minmus, Minmus, Minmus. Das sind viele Minmus-Sachen. Shellman from Orbit of Minmus. Es gibt auch richtig Kohle. Satellite. Gibt auch noch richtig Kohle. Wenn wir jetzt noch Minmus mit 4 Touristen, das ist auch richtig teuer, ne? Vier mitnehmen oder 2 landen? Mit 2 landen könnten wir das Schiff zusammenlassen oder wir nehmen einfach 6 Touris wieder mit. 6 Touris, dann brauche ich nur einen Piloten. Könnten exakt dieses Schiff eigentlich nehmen.
Eigentlich. Gute Nacht, Edi. Tja, fliege ich mit 4 vorbei oder landen? Oder ich nehme 6 mit. Das wäre richtig Kohle, ne? Ja. Dann wird aber die Rettungsmission schwierig, ne? Ich habe keine Sitzplätze dann mehr. Wenn ich den Container fliege, sind das 4. Im Cockpit oben sind 3 Sitzplätze, ein belegter Pilot, 2 dann nochmal mit Dings. Das wird nix. Also ich würde mit dem Raumschiff, wie ich es jetzt habe, wenn ich das ein bisschen weiter konzipiere, kann ich das fliegen, aber ich kann niemanden mehr retten. Es geht doch schief. Ja, Space Camp werde ich nicht machen. Das Space Camp ist leider buggy wie Hölle. Das ist leider buggy wie Hölle. Ich traue mich nicht. Das ist das letzte Mal richtig schief gegangen. Ich glaube, ich mache die 6 Touris und fliege die einfach nur mit einem Piloten nach Minmus und lande sie da. So, weil dann hätten wir einen Großteil des Crafts eigentlich schon fertig und müssen das nur ein bisschen erweitern. Wir können damit richtig Kohle rauslassen und der Pilot kann ja trotzdem ein bisschen Science mitmachen. Schadet ja nicht. Das klatscht mal einfach außen dran. Ist ganz klassisch. So, das wäre mein Return Craft. Das ist ja soweit alles völlig legitim. So. Ja, die würden richtig Kohle bringen, aber wie gesagt, das ist halt leider alles ein bisschen broken. So. Die Kiste reicht völlig für zurück, bla bla bla, aber eigentlich. Will ich nicht noch eine Stufe dazwischen bauen, deshalb vergrößere ich es einfach. Auf so. Zack, zack. Dann haben wir hier im Vakuum 2103 Delta V und wir haben. Ach, warum springe ich denn jetzt zwischen den Sachen hin und her? Und wir haben an Minmus eine Trust-Weight-Ratio von 7,08. Völlig okay. So. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auf Langfristigkeit trimmen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, also Habitation haben wir. Wir brauchen eine Batterie und wir brauchen Essen. Ist das die große? Ja. Wenn wir die dazwischen knacken, ist schon mal viel gewonnen. Ich überlege gerade, reicht uns das, wenn die eins tiefer ist? Ja, das reicht uns. Wenn die eins tiefer ist, dann macht sie das Landegewicht nicht schwerer, weil sonst passieren wieder unerwartete Dinge. Essen. Same stuff, hätte ich gesagt. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel, aber mal gucken. Ich nehme jetzt mal. Life Support 2,5 habe ich sogar schon. So. Das würde heißen, wir können mit voller Besatzung, was wir definitiv fliegen, 59 Tage unterwegs sein, was voll okay ist. Was wiederum heißt, wir sind noch bei 1456 Delta V und einer Trust-Weight-Ratio von 5,35 an Minmus, was okay ist aus meiner Sicht. Da kommen jetzt noch. Ein paar Solardinger ran. Und dann kommen da noch so ein paar Landebeine ran. Und dann ist das eigentlich schon all the magic. Achso, hier würde ich noch eine Trustplate drunter bauen, damit wir ein bisschen schöner fliegen können. So. So. Gut.
So weit, so schlecht. Zack. Zack. Entschuldigung. Zack. Zack. Schön. Gut. Dann so viel zum einfachen Part. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich ein bisschen pimpen. Das wird so nämlich nicht mehr funktionieren. Dafür haben wir zu viel Gewicht oben reingebaut. Also wir haben Stromerzeugung, wir haben Stromspeicherung, wir haben Habitation sowieso genug. Wir haben Supplies genug. Und damit sind wir safe. Ja. Landung wissen wir auch, dass sie funktioniert. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Beine tatsächlich abbaue. Weil eigentlich, wir waren unter den 6 Metern pro Sekunde locker drunter. Das sollte reichen. Wir brauchen eigentlich die Landebeine nicht. So, dann haben wir da auch nochmal Gewicht gespart. Das wäre für eine Nils das Niste Kit. Nizzle Kit, meine Güte. Das wäre eigentlich für eine Landung auf Land auf Kerbin, damit das ein bisschen gepuffert ist. Aber wir waren so langsam mit dem Setup, dass das alles cool sein sollte. So, jetzt bauen wir da noch ein paar Science-Instrumente an, einfach weil es sich lohnt, ein paar mitzunehmen. Aber ich werde jetzt hier nichts Wildes starten. Und wir bauen die auch nur an, damit wir ein bisschen Wissenschaftspunkte noch mitnehmen können. Die Frage ist gerade so ein bisschen, kann ich das einsammeln? Ich darf als Pilot eigentlich nicht raus, ne? Ich darf als Pilot eigentlich nicht raus. Weißt du was? Wir verzichten heute mal auf Wissenschaft. Ich bleib komplett drin. Das ist eine reine Touri-Mission. Es ist wirklich nur Kohleverdienung. So. Ba-ba-ba-ba-ba. Das ist hier oben. So, dann bauen wir uns ein Fairing. Damit wir das auch schon mal gewichtstechnisch mit eingerechnet haben. So. Das hier autostrutten wir auch mal gegen das Heaviest Part. Das hier autostrutten wir am besten auch noch mal gegen das Heaviest Part. Ist das ein bisschen safe? So, jetzt haben wir hier oben eine Upper Stage, bla bla bla, Minmus, Kerbin, Kerbin Vakuum, die uns mit 0,57 eigentlich noch ganz gut rausträgt. 1572 Delta V ist jetzt auch nicht so schlecht. Wenn wir ihr genug Schwung vorher geben, alles gut. Was ist eigentlich der Zuschauerrekord? Ich glaube, das meiste, was mal bei mir im Kanal war, waren etwas über 1000 Leute vor einem Jahr. Ich glaube, Februar, März 2018 muss das gewesen sein. Da hat mich mal so ein sehr, sehr großer chilenischer Streamer mit einem Haufen Chilenen geradet, die alle Spanisch gesprochen haben. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Da waren etwas über 1000 Leute hier. Habla Español? Nope. Totally not. Ob die jetzt im gleichen sein müssen, kann man noch mal diskutieren. Ich denke eher nicht. Es ist eher so. Gut, dann haben wir das. Lass mich mal nachdenken. So, jetzt haben wir den. Und unten hätten wir wahrscheinlich ein Problem, oder? Oh, 1,36, das ist auch okay. Dann haben wir hier noch 0,93. Ja, okay, in der Mitte haben wir ein Problem. Wobei sich das wieder relativieren würde, weil ich... ich fliege mit weniger Sprit. In der Mitte hätten wir ein Problem. Okay, das können wir aber wiederum fixen, indem wir einen stärkeren Antrieb zur Verfügung stellen. War das schon Menzel? Ne, das war noch kein Menzel, ne? So, zack. Menzel mit rein. Bringt uns direkt schon mal, ja gut, auf. Ich habe den gesamten Sprit verbrannt, bringt uns das. Das heißt, wir können hier noch einen Tank dazwischen packen. Wir haben eh viel zu viel Power mit dabei.
Ja, sehr schön. So, Roman, vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen auch an dich natürlich bei den Carbonauten. So, da hätten wir 1,90. Das sieht alles ganz gut aus. Wenn wir hier ein bisschen Schub rausnehmen, passt das locker flockig. Das heißt, wir haben hier eine sehr schöne Rakete, die insgesamt, mal zusammen gucken, reicht uns das? 1,5. Drauf. Wir müssen halt landen, ne? Ich mach mal ganz kurz den alten Kalkulator. Also wir brauchen 3,5, wir brauchen 1000, sind wir bei 4,5, wir brauchen ungefähr 200 zum Einbremsen, also ich mache ordentlich Puffer mit drauf, sind wir bei 4,7, nochmal 200 zum Landen, sind wir bei 4,9, nochmal 200 zum Starten, sind wir bei 5,1. Ah, mit Verschnitt wird das schwierig. Eieieiei, okay, da waren jetzt zwar auch ein paar Rundungssachen mit drin, aber das wäre ein bisschen arg knapp, muss ich sagen. Ich denke, ich gebe mir in der First Stage noch ein bisschen was mit. So. Ich glaube, so stehen wir ein bisschen sicherer da. Ist jetzt natürlich schon wieder sehr Space-Spargel-mäßig. Hilft ja nichts. So, ich störte mir gegen die Heaviest Parts. So, dann stehen wir beim Start auf 1,53, das ist auch super. Dann sind wir hier auch bei 1,53 immer noch, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, je nachdem wie ich Schub geben kann. Und wir gehen insgesamt mit 5600 Delta V an die ganze Sache ran. Ich denke, schauen wir mal. Ach, den Bran habe ich, glaube ich, übersehen, oder? Bran, vielen Dank auch an dich fürs Follow. Ich weiß gar nicht, ob da kein Alert kam oder so. Vielleicht lieber Liquid Booster. Nee, ich glaube, ich bin mit den Feststoffboostern so ganz zufrieden. Ich glaube, das haut hin. Ich meine, das müsste passen. Zack, dann die hier weg. Ich glaube, das haut hin. Ich glaube, so kommen wir damit durch. Ich habe Strom, ich habe Essen, ich habe Habitation. Ich habe genug Delta V. Ich denke ja. Ich denke, das geht so. Ich denke, das geht so. Los geht's. So, der Wöller hat das eigentlich gerade ganz gut gemacht und er könnte auch mal einen zweiten Stern vertragen. Dann würde ich sagen, packen wir da jetzt alle Touris rein. Kann er sich direkt noch den nächsten Tourist Ribbon wahrscheinlich verdienen, weil ich denke mal bei 10 gibt es bestimmt noch einen weiteren. So, Freunde, lasst es uns probieren. Wir starten das jetzt einfach mal und gucken, wo die Reise hingeht. Wir werden auf jeden Fall, also die Rakete kostet 76.000. Ich denke, wir werden 40.000 bestimmt zurückbekommen durch Massive Scale Launches. Das heißt, sie kostet uns eigentlich 36.000. Und damit machen wir dann ganz guten Reibach. Und sie ist eigentlich ziemlich safe. Eigentlich sollte da nichts passieren. Das ist so ein bisschen, ich beruhige mich gerade selbst. Immer so 6 Touristen umbringen, ist immer ganz gefährlich. Aber ich glaube, es passt. Fallschirme sind dran. Ich habe Landebeine dran. Ja, wird hinhauen. Das Einzige, was jetzt sein könnte, ist, dass die Rakete auf dem Launchpad völlig ausrastet. Aber die Gefahr hast du bei KSP halt immer, ne? Dass irgendwie die Spielphysik sagt, nope, du gehst heute nicht in den Orbit. So. Ja, eigentlich ziemlich. Ich glaube, die NASA und die ESA kriegen jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn die hier aus Versehen reingucken. Sehr Ariane-esque. Naja, es geht so. Mit viel guten Willen sieht es fast aus wie eine Ariane. Okay, aber es sieht sehr schlank und länglich aus. Mal gucken, wie es so fliegt. Mal sehen.
Auf geht's! Ja, fliegt's. So. Ich ziehe jetzt schon mal den Schub ein bisschen zurück, damit wir nicht zu schnell sind und vor allen Dingen auch in der Mitte noch ein bisschen Sprit haben, den ich später rausballern kann, sobald wir ein bisschen höher sind. Das sollen jetzt mal schön die Booster übernehmen hier auf der Höhe. Ja, ich glaube, der Turn kommt ein bisschen früh. Den muss ich gleich ein bisschen festhalten, glaube ich. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Zunder mit rein. So, ich würde ihn jetzt mal auf der Ebene halten wollen. So erstmal noch ein bisschen Vertical Speed auch aufbauen. Einfach Höhe gewinnen halt. Flacher gehen können wir dann immer noch. Sieht ganz gut aus. Wir steigen mit etwas über 400 Meter pro Sekunde. Ich nehme ihn jetzt flach. Haus der kleinen Forscher. Also HDK, HDKF steht für Haus der kleinen Forscher. Und das ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich darum kümmert, mit den Spendengeldern, die MINT-Ausbildung von Kindern zu fördern. Genau, da spende ich regelmäßig die Donations, die ihr mir gebt. Also das Trinkgeld, was ihr rüberschmeißt. Das sammle ich jeden Monat und am Ende des Monats packe ich das dann in Richtung des Hauses der kleinen Forscher. Das heißt, ihr könnt mir gerne so Trinkgeld, Donations rüberschmeißen. Die behalte ich aber nicht für mich. Die gebe ich weiter in Richtung dieser Einrichtung. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Sehr gut, dann machen wir das hier mal fertig, würde ich sagen. Wupp. Ja, das waren die Todesverträge. Der Kraken heute schon da? In gewisser Weise ja. In gewisser Weise, wie waren denn heute schon da? Ach ja, ein Körbel hat sich unsichtbar gemacht. Naja, gut. Naja, gut. Das ist ja harmless Kraken. Oh, ich habe für einen kurzen Moment gedacht, ich habe keine Solarpanel drauf, aber ich habe sie einfach nur nicht gesehen. Drikus, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommandanten. Ganz kurz habe ich sie einfach nicht gesehen, die weißen Solarpaneele auf dem weißen Untergrund. For a short moment I panicked. Für einen ganz kurzen Moment habe ich gedacht, nicht gut, nicht gut, aber war okay. War okay. So, wir haben diesmal sehr viel Strom mit dabei. Es sollte also mit so Habitation und so überhaupt kein Stress sein. Wir haben hier, guck mal, alles super grün. Alles ist super grün, alle sind super glücklich. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir den Hobel in einem Stück nach Minmus bringen. Und da macht der Mimir die 2 Jahre voll. Vielen lieben Dank. Wie du aus zuverlässiger Quelle vom ja, eigentlich ziemlich coolen Community-Treffen letztes Wochenende in Berlin weiß. Dauert es noch ein bisschen mit den Patches, aber vielen lieben Dank für deinen Resub. Und der Patch ist dir natürlich sehr sicher, wenn du ihn haben möchtest. Du hast ja schon vorab Fotos gesehen. Auf so einem Community-Treffen sieht man halt immer die coolen Sachen und kann sich die coolen Dinge angucken und schon mal Fragen stellen. Und ich sage das natürlich alles nur, um euch so nach und nach den Mund wässrig zu machen. Denn ich habe natürlich vor, das nächstes Jahr zu wiederholen
und werde dann zum Anfang des Jahres da wieder eine Anmeldeliste starten für alle von euch, die Lust haben, auch mal andere Körbonauten und mich natürlich auch kennenzulernen. War nämlich ein sehr, sehr schönes Wochenende. Und ich kann schon mal so viel verraten, um so einen kleinen Spoiler schon mal zu machen. Wir werden das nächste Mal in Süddeutschland sein. Also ich habe mir schon einen Ort rausgesucht. Ich muss das dann nur noch alles organisieren und fertig machen. Und es hat was mit einer Buran zu tun. Also dem sowjetischen Space Shuttle. Damit müsste man die Lokation schon relativ gut eingrenzen können. Aber so ein kleines Space Puzzle möchte ich euch gerne noch überlassen. Diejenigen, die beim Community-Treff waren, wissen es schon. Das habe ich schon mal raushängen lassen, wo der Ort sein wird oder was meine Idee dazu ist. Aber der Rest von euch kann, wie gesagt, aus den Hinweisen Süddeutschland und Buran eventuell den Rest zusammengestückelt bekommen. So. So. Aber macht euch da noch keine Platte. Das geht nächstes Jahr dann erst steil. Wir werden wieder so im Sommer irgendwo uns zusammenfinden. Und ihr könnt die anderen sonst mal fragen. Also der Kalis zum Beispiel und der Mimir waren da. Wie es denn so war und wie sie es so fanden. Ich kann nur sagen, ich fand es super lustig. Wir hatten eine Menge Spaß. Haben einen schönen Tag zusammen verbracht. Und haben uns spannende Dinge im Museum angeguckt, herausfordernde Flugzeugkonstruktionen vorgenommen. Ich beeier mich immer noch. Und gab sogar vor Ort noch was zu gewinnen. Lego-Bausätze, versteht sich. Und guck mal, der Daxa, du bist auch da. Jawohl. Genau. Und mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wir hatten einen echt schönen Tag in Berlin und haben im Science Center Spektrum viel rumexperimentiert, Flugzeuge gebaut, haben schön zusammen Mittag gegessen, haben uns dann noch das Technikmuseum gegeben, ein paar ganz tolle, interessante Gespräche auch gehabt. Oder das heißt ein paar, super viele eigentlich sogar. Und abends sind wir dann noch bei einem kleinen Bierchen versackt. Das werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr wiederholen. Und wie gesagt, genau, ein paar haben es auch schon richtig geraten. Ich glaube, es ist nicht Sinsheim, wo die Buran steht. Ich glaube, die steht in Speyer. Aber die Ecke da unten, same shit, different Gebäude, so nach dem Motto, oder different Dorf. Aber sehr nah beieinander. In die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Und dann könnt ihr mit dabei sein, wenn ihr möchtet. Also ich nehme da auch keine Eintrittsgelder oder sowas für. Im Gegenteil, das war sogar ganz cool. Wir haben nämlich, dadurch, dass wir so viele waren, konnten wir sehr viel günstiger ins Museum rein, weil wir einfach eine Gruppenkarte genommen haben, wo es dann irgendwie statt 8,50 Euro 5 Euro gekostet hat pro Person. Das war ziemlich cool. Es lohnt sich, viele Leute zu sein. Und alle goldene Raketeträger haben natürlich von mir den Eintritt bezahlt bekommen. Und ein Bierchen abends. Ja, das Target jetzt aber genug gelabert. So, machen wir die Inklinationsangleich. Ja, aber fuck. Nach unten ist, ach, ist egal. Ich mach die da drüben. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. So viel Zeit haben wir nämlich noch. Wir wollen ja nichts übereilen. So, dann müssen wir nämlich nach oben, glaube ich. Yep. So, wir haben nämlich noch mehr als genug Sprit. Sehr effizient rausgeflogen auf jeden Fall. Aus der Atmosphäre. Dann können wir mit der Stage noch relativ weit boosten. Und mit der anderen dann den Rest machen. So, dann kommt hier. Warp to next maneuver. Ich glaube, wir sind safe. Strom hält locker durch. Locker. So, wir müssen uns gleich noch in Richtung des Manövers drehen. Und dann machen wir die Inklinationsangleich und dann geht's auch schon nach Minmus. Sehr schön. Und ich glaube, dann haben wir eventuell sogar genug Kohle zusammen, wenn das gut läuft. Das ist, glaube ich, 500.000. Dann müssten wir uns das Upgrade des R&D-Komplexes bald leisten können. Und in der Zeit sind auch ein bisschen Forschungspunkte zusammengekommen. Dann können wir eventuell den Schritt Richtung... Wir brauchen halt, um...
Es ist die Frage, brauchen wir das? Eigentlich brauchen wir es nicht. Wir brauchen nicht zwingend schon eine Versorgungsbasis auf Minmus, um nach Duna starten zu können. Wir können das theoretisch auch machen, indem wir Dinge stückchenweise in den Orbit schießen und dann halt betanken. Also wir könnten das Starship-Konzept mal eher probieren, wenn wir nach Duna fliegen, statt die Duna-Tankstelle. Das wäre auch mal was anderes als beim letzten Colonization-Lauf, dass wir es mal variieren. Und Convex, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. Und natürlich, genau, viel Spaß beim Zugucken. So, also wir nähern uns den letzten 10 Minuten für heute. Die Stimme sagt auch schon, ich muss ins Bett. Nächste Woche ist es übrigens so, dass ich am Donnerstag auf eine Hochzeit verschwinde. Deshalb werde ich den Donnerstagstream auf Mittwoch vorziehen. Das heißt, es gibt Dienstag 7 Days to Die, wenn nicht irgendwas ganz Schlimmes wieder dazwischen kommt. Und es gibt am Mittwoch dann Kerbal Chaos Duo bei mir. Weil ich wollte jetzt nicht nochmal aussetzen, nachdem ich schon zweimal den armen Wöllerer zitiert habe, damit er einspringt, weil ich letzte Woche ja nicht konnte. Deshalb ziehe ich es auf Mittwoch vor. Und am Sonntag gibt es dann ganz normal Hardcore Colonization, so wie ihr es kennt. So, jetzt schauen wir mal. Pi mal Daumen, einen im Sinn, irgendwo da. Huch, das war. Oh nein, da ist der Moon im Weg. Oh nein. Oh nein. Verdammter Moon. Vielleicht können wir ihn als Zwingenball benutzen. Den Schweinepriester. Oh, der zieht uns halt voll aus der Bahn raus, ne? Aber sowas von. Komm, lass mich in Ruhe. Er kann nicht nach Minmus, er wird vom Moon beschützt. Come on, sei doch nicht so zu mir. Böser Moon. So. Zack, da bist du noch. Machen wir den Schuss einfach ein bisschen eher und machen wir ihn aggressiver. Muss man halt ein bisschen mehr bremsen, aber es wäre jetzt auch nicht ein Riesenweltuntergang. So. Zack. Das wäre die sehr aggressive Variante, aber wir können vielleicht am Moon vorbei arbeiten, indem wir hier so arbeiten. Reicht uns das? Come on. Ja, er schlägt ein, bevor der Moon einschlägt. Das ist gut. Okay, dann funktioniert das. Sehr gut. Ah, das Problem ist spätestens, wenn ich ihn. Also ja, das geht. Das wäre jetzt aber ziemlich viel Gefummel. So viel Zeit habe ich heute nicht mehr. Weil wenn du den. Wir kommen halt auf einer nicht. Wir kommen auf einer nicht-äquatorialen Inklination am Moon vorbei. Weil wir ja nach Minmus leicht mit Inklination fliegen. Dadurch verstärkt der Swingby aber unsere Inklination auch noch, weil wir ganz dumm um den Moon drum scheppern. Und wir kommen halt auf eine Bahn, die uns nicht so, also nicht einfach so, das kriegt man hin, das kann man auch alles korrigieren, aber es sprengt ein bisschen den Rahmen von dem, was ich heute noch vorhabe. Weil ich wollte jetzt eigentlich nur noch den Injection Burn machen und dann auch mal langsam ins Bett, weil ich muss morgen früh auch um kurz nach 6 wieder aus dem Bett raus und in Richtung Arbeit. Deshalb würde ich jetzt mal davon absehen, noch irgendwelche wilden Swing-Bys am Moon nach Minmus zu fliegen. Das endet nur wieder in einem Volldesaster und 20 Korrektur-Burns. Zwei übereinander liegende Radialentkoppler zu benutzen. Irgendwie hält immer nur einer. Talbert, ich verstehe die Frage nicht ganz. Erklär mal ein bisschen, was du genau machen willst. Also ein bisschen anders, mit anderen Worten. Irgendwas mit zwei Entkopplern, weil hält immer nur einer. Not getting it. Not, was hast du vor? So, ein Großteil des Manövers können wir noch mit der Stufe fliegen.
Die riesige Touristenbande unterwegs nach Minmus. Alle snacken, alle wohnen, alle sind glücklich. Ach so, ja, wenn die rumschlabbern, Talbert, geh mal im Startmenü auf Einstellungen. Ich weiß nicht, ob du Deutsch oder Englisch sprichst und mach dann die Advanced Tweakables oder die erweiterten Einstellmöglichkeiten, heißt es, glaube ich, an. Und dann kannst du mit Rechtsklick auf das Teil Autostrutten oder was auch immer das auf Deutsch heißt, verbinden halt. Und damit kriegst du die Sachen ein bisschen steifer, dann wobbeln die nicht so. Also das ist ein bekanntes Problem oder ein bekanntes Thema. Früher hat man das mit den kleinen Struts einfach gebaut. Die gibt es, glaube ich, auf dem, lass mich nicht lügen, 90 oder 160 Punkte Tech-Level. Und ja, was soll ich sagen? Mit dem Autostrut kannst du das eigentlich ganz gut. Autostrebe, genau, bestimmt heißt es so. Genau, damit funktioniert das auch Stock ganz gut, ohne dass du wild rummoddest. Genau, die Autostruts funktionieren natürlich auch erst, wenn du die Struts im Tech-Tree hast. Das ist korrekt. Hallo, Sie haben sich für ein sehr kleines Triebwerk entschieden, deshalb dauert das jetzt etwas länger. Okay. Na gut. So muss es aber passen. Wir haben dann jetzt nochmal Bummeligo 100 irgendwas weg. Dann sind wir bei 1200. Dann brauchen wir sehr großzügig aufgerundete 200 zum Bremsen. Jetzt sind wir bei 1200 zum Landen. Sind wir bei 800, 200 zum Starten. Sind wir bei 600 und zurückkommen mit 600 sollte auch drin sein. Wird schon. Chaka. Hauptsache, wir bleiben jetzt nicht irgendwie am Mond kleben. Hauptsache, wir bleiben auf dem Rückweg nicht irgendwie am Mond kleben. Das wäre auch richtig peinlich. Super, Talbert. Ich bin gespannt, was du berichtest, ob es funktioniert hat. So. Sehr schön. Dann haben wir doch hier einen wundervollen halt aus Sitz Platz nichts mehr machen, danke. So, dann haben wir doch hier einen wundervollen Ausgangspunkt für den Stream nächste Woche. Wir sind nämlich mit unserer Touristenrakete mit richtig vielen Touristen und dem Wöller am Steuer unterwegs. Und ich bin mal ganz zuversichtlich, dass das funktioniert. Ich glaube, der Wiedereintritt, also die Rückkehr, wird eine heiße Nummer. Ich könnte mir mal vorstellen, dass es klappt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es klappt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Hardcore Colonization.